Na gut, Herr Schillig, schildern Sie bitte nochmal den Tathergang. Wie ist das denn jetzt hier alles passiert in der Schule? Naja, also es war eigentlich wie immer. Ich habe mal wieder meine Serien, mein Papierkram erledigt. Eigentlich genauso wie jetzt. Ich saß an meinem Computer hier, an meinem Laptop und habe nicht großartig was gemacht. Und dann, wie ging's weiter? Ah ja, dann kam eine Schülerin mit ihrer Mutter, weil sie was vergessen hatte im Klassenraum und da sind wir dann auch kurz hingegangen. Ach ja, und ich hatte mir eine Pizza bestellt. Ja, genau so war das. Ich kann das bezeugen, genau. Ja, und dann war ich eigentlich wieder in meinem Büro und ich gehe davon aus, dass die Mathelehrerin durchs offene Fenster gekommen ist und sich hier unter meinem Tisch versteckt hat, aber ich habe das erstmal gar nicht bemerkt. Haben Sie denn vielleicht ein Foto von der Mathelehrerin, damit wir wissen, nach wem wir überhaupt suchen müssen? Ah ja, gut, dass Sie es ansprechen. Also ich müsste, glaube ich, auch noch die Personalakte hier haben und da ist auch ein Foto drin. So sieht sie aus, genau so. Gut, danke schön. Naja gut, also Herr Tillich, zeigen Sie uns doch dann nochmal, wo Sie genau eingesperrt waren. Also genau, also hier ist die Tür und dann hat Herr Tillich die ganze Zeit gerufen, dass man ihn befreien soll. Genau, also ich wurde hier von der bösen Mathelehrerin im Jungklo eingesperrt. Na gut, dann sind wir, glaube ich, mit der Zeugenaussage soweit durch, oder? Ich denke, wir haben's. Alles klar, vielen Dank, Herr Tillich. Also wir geben uns natürlich sehr, sehr große Mühe, diese böse Mathelehrerin zu finden. Ich muss sagen, das hoffe ich, weil sie hat so viel Unheil angerichtet, hier in der Schule und auch bei den Schülern. Das ist unfassbar. Zum Glück war mein alter Freund Mario da. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ja, Pizza rettet Leben. Also mit diesem Foto können wir eigentlich die Fahndung starten. Was meinst du? Das denke ich auch. Zurück aufs Revier. Alles klar. Wie lange muss ich denn noch in diesem Erdloch hier bleiben? Ich bin total dreckig und ich habe schon lange nicht mehr an Mathe gedacht. Wobei, 2 plus 2 ist 5 oder 4. Und diese Decke hier, die war mal weiß und jetzt ist sie schon so dunkelbraun und der ganze Dreck hier, oh Gott, das ist schrecklich. Das muss doch jetzt reichen. Also ich war hier einige Tage drin. Ich denke nicht, dass die Polizei nach mir sucht, nach einer Mathelehrerin. Ich sollte nach Hause und duschen. Ja, das werde ich machen. Hey, hör auf, das kitzelt. Was ist denn da an meinem Bein? Ah, eine Schlange. Ich hasse Schlangen. Noch ein Grund mehr, nach Hause zu gehen. Oh Gott, warst du die ganze Zeit in diesem Erdloch mit mir? So, wir haben jetzt auch eine Verbrecherkartei erstellt. Also es ist überall im System einsehbar. Die Kollegen sollten das jetzt eigentlich auch wissen. Alles klar, ich werde es trotzdem nochmal weitergeben. Nur mal, auf Nummer sicher gehen. Hey Sie, ich muss dringend hier raus. Ich muss nach Hause, um meine Katze zu füttern. Ach ja, soviel ich weiß, haben Sie gar keine Haustiere. Oh Mist, das ist schon wieder nicht geglückt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich muss hier trotzdem raus. Also so schnell kommen Sie nicht raus, aber Sie können sich vielleicht auf einen Mithäftling vorbereiten. Ich glaube, Sie werden nicht mehr lange allein in der Zelle sitzen. Mithäftling? Oh, ich hoffe, der ist nett. Ich weiß es nicht. Ich will lieber alleine hier sitzen. Also Leute, kurze Einsatzbesprechung. Codename böse Lehrerin. Ja, wir haben keinen wirklichen Namen. So, wir starten jetzt die Fahndung und machen uns auf die Suche nach dieser bösen Lehrerin. Also im Prinzip könnte sie wirklich überall sein. Deswegen haltet eure Augen auf. Befragt die Bevölkerung. Überall, an öffentlichen Orten. Vielleicht im Einkaufszentrum, bei der Bäckerei. Überall. So Leute, schwärmt aus, wer weiß, vielleicht arbeitet sie schon irgendwo als Deutschlehrerin oder als Biologielehrerin, also hopp hopp. Also mein lieber Herr, also ich kann nur hoffen, dass Sie Mathe können, weil sonst werden Sie es hier ziemlich schwer haben im Gefängnis, das sage ich Ihnen. Wieso Mathe? Hat das was mit dem neuen Häftling zu tun? Ich hasse Mathe. Also ich glaube, wir hassen alle Mathe, oder? Ich bin wirklich gespannt, wer hier jetzt einziehen wird. Wehe, der ist nicht nett. Ich denke, wir sind bei unserer ersten Station angekommen. Das Einkaufszentrum. Hier können wir mal auf die Suche gehen. Oh mein Gott, was hat die Polizei hier zu suchen? Gab's schon wieder ein Verbrechen in Playmobil City? Entschuldigen Sie bitte für die Störung. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Nein, haben wir nicht gesehen. Anni, komm, wir machen uns lieber aus dem Staub. Wer weiß, ob die mich schon suchen. Tschüss! Was ist denn nur vorgefallen? Können Sie mir bitte sagen, was los ist? Also wir suchen eine böse Lehrerin, eine böse Mathelehrerin. Ja, ihr wird vorgeworfen, dass sie heftig gemobbt hat und andere Sachen gekidnappt und ganz, ganz schlimme Dinge. Und die suchen wir jetzt halt. Also sieht ein bisschen aus wie meine Tante. Aber ich glaube, ich habe sie noch nie gesehen. Nein, ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich hoffe, Sie finden sie. Moment mal, Entschuldigung, dass ich mich hier einmische, aber ich kenne die Frau. Was soll das heißen, Sie kennen die Frau? Sind Sie vielleicht sogar mitschuldig? Haben Sie ihr geholfen bei den Straftaten? Nein. Und ich meine ja nur, dass ich sie kenne und ich wollte der Polizei gerade helfen. Eine Frage. In welcher Beziehung stehen Sie denn zu dieser Frau, die hier gesucht wird? Also, Beziehung kann man das nicht nennen. Sie ist die Mathelehrerin bzw. Ex-Mathelehrerin von meiner Tochter Hannah. Und kennen Sie den Aufenthaltsort von dieser Person? Nein, den kenne ich leider nicht. Ich hätte jetzt gesagt die Schule, aber wenn sie da nicht ist, dann weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das war's. Also hier im Einkaufszentrum, das führt ja voll ins Leere. Also hier geht's nicht weiter. Oh, endlich wird diese Lehrerin von der Polizei gesucht. Das wird ja auch langsam mal Zeit. Sie hat sich wirklich genug zu Schulden kommen lassen. Hannah wird das freuen. Ich glaube, ich träume. Ist sie das nicht da? Meint sie etwa mich? Na, was? Was? Wer bin ich? Nein. Also wenn man das Foto mit ihr vergleicht, ich glaube nicht, dass sie das ist. Na, tut mir leid, aber ich dachte die Haare. Oh, Mensch. Ja, vielleicht haben wir einfach nur denselben Friseur. Ich habe denselben Friseur wie eine Verbrecherin. Oh. Naja gut, ich versuch's mal über Funk. Hey, 3-4 hier, 3-4, wie sieht's aus? Oh, das ist ja toll, die haben auch kein Glück. Keine Spur von der bösen Lehrerin, weder hier in Playmobil City noch woanders. Oh Mensch, ich hätte da eine Idee. Also, echt? Meinst du wirklich, die ist vielleicht zu Hause oder so? Also vielleicht wirklich? Ist sie wirklich so doof. Wir fahren da jetzt einfach mal hin und die Kollegen sind auch schon unterwegs. Na dann mal los. Oh, ist das schön. Ein heißes Bad, ein heißer Kaffee. Was gibt es Schöneres? Und dieser ganze Dreck ist jetzt auch mal weg. Aber was mache ich denn jetzt als nächstes? Also, eigentlich bin ich ja jetzt die Schulleiterin von der Grundschule, weil der Herr Chillig, der hat das ja unterschrieben, das Formular. Was mache ich denn nur? Mache ich nur noch Mathe an der Schule? Also, ich glaube, das ist die Adresse. Ja, hier müsste es sein. Die Kollegen sind auch schon vor Ort. Also, noch unauffälliger geht's ja nicht, oder? Ich hoffe nicht, dass sie uns schon bemerkt hat. Also gut, wie gehen wir jetzt vor? Naja, also ich würde sagen, wir stürmen einfach das Haus. Tür eintreten und ab geht's. Ja, das war ja klar. Vielleicht andere Vorschläge? Hä? Ich würde sagen, wir klopfen einfach und sagen, wir sind von der Post. Ich glaube, da macht sie auf. Vielleicht hat sie gerade was bestellt oder so. Sehr gut, Kollege. Das ist eine äußerst gute Idee. Das machen wir. Also Leute, macht euch bereit. Klopf, klopf. Hallöchen, die Post ist da. Hab ich da was gehört? Ist da irgendjemand an der Tür? Hier ist die Post. Ihr Amazon-Paket ist da. Oh, das ist ja super. Ich komme. Oh Mann, warum ist denn die Post jetzt bewaffnet? Also, Hände hoch. Ach, sie sind gar nicht die Post. Was soll das hier? Ich hatte doch auch gar kein Paket bestellt. Schnell wieder ins Haus, ich verstecke mich. Geblieben. So Leute, wir stürmen das Haus. Ab geht's. Ich glaube, wir haben sie. Was soll das denn? Ja, sie ist festgesetzt. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Ich glaube, wir haben sie. Jetzt ist Schluss mit dem ganzen Affentheater. Also hiermit nehme ich sie fest. Wegen Erpressung, Kidnapping, Mobberei und ganz vielen anderen Sachen. Ich weiß es gar nicht mehr. Zu viel. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Wo sind Ihre Beweise? Ich bin die Schulleiterin von der Grundschule in Playmobil City. Was soll das denn? Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben? Sie Schulleiterin? Da haben wir aber genügend Zeugen, dass das nicht so ist. Also abführen. Sie können mich doch jetzt nicht einfach so mitnehmen und verhaften. Das geht nicht. Ich habe noch einiges zu tun. Zum Beispiel, ich muss meine Haare noch füllen. Die sind nass. So kann ich doch nicht unter Leute gehen. Wissen Sie eigentlich, wie das aussieht? Und außerdem, ich möchte nicht mit. Also diesen Quatsch höre ich mir nicht länger an. Weg mit ihr. Sie kommen direkt ins Gefängnis. Da wartet schon jemand auf Sie. Ich glaube, da kommt der neue Mithäftling. Sieht gut aus. Habe ich meine Zähne geputzt? Naja, rasiert habe ich mich nicht. Aber na gut, ich mache einen guten Eindruck. Sie wollen mich hier einsperren? Ist hier denn ein Föhn drin? Das geht nicht. Ich bin die Mathelehrerin. Das ist ja sowas von schrecklich wie in meinem Albtraum letztens. Nur, dass ich nicht im Hubschrauber hier angekommen bin. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin der Mithäftling. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie? Mithäftling? Jetzt habe ich noch einen. Wobei, alleine wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Wir könnten uns ja zusammen irgendwie Gesellschaft leisten. Ich habe ein Kartenspiel. Kartenspiel wäre vielleicht besser gewesen. Ich weiß es nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich kenne die Antwort nicht. Oh, das ist doch ganz einfach. 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12. 7x7, 3, und dann eine Textaufgabe. 43, 8x8, 62. Das ist alles falsch, aber wo haben Sie denn Mathe gelernt? Aber ich werde mit Ihnen arbeiten und dann gehen Sie hier mit einer 1 raus. Sie werden Einserschüler, denn ich bin die beste Mathelehrerin der Welt. Oh Mann, meinst du nicht, dass das ein bisschen zu hart ist für den anderen Häftling? Aber wenigstens quält sie jetzt nicht mehr die Kinder mit Mathe. Ich glaube, er kann das vertragen. Also es darf auf jeden Fall keiner in mein Zimmer kommen. Bei dem, was ich jetzt mache, das darf keiner sehen, weil... Oh, das wäre irgendwie komisch. Nein, das darf keiner sehen. Hallo Mama und Papa, gut seht ihr aus. Ihr seid doch bestimmt jetzt die ganze Zeit hier, oder? Ihr wollt doch bestimmt nicht in mein Zimmer gleich kommen, oder? Julian, sehen wir so aus? Nein, also wenn du keinen Mucks von dir gibst, dann bleiben wir auch hier. Es sei denn, du machst irgendwie wieder Ärger. Wir gucken gerade eine Serie. Hanna? Hanna ist schon wieder nicht da. Also die ist in letzter Zeit echt viel unterwegs. Naja, ist auch besser. Da bin ich halt ungestört. Oh, sehr gut, sehr gut. Weil wenn ich erwischt werde bei dem Video, dann ich glaube, das wäre irgendwie komisch. Ich muss aber auch ganz ruhig bleiben. Am besten aufs Bett. So, das ist das Video. Was?
Das kann doch niemals echt sein. Wie kriegt man das denn hin? Oh Mann, das ist ja heftig. Das ist niemals echt. Niemals, das geht gar nicht. Aber doch, die machen das da... Oh, wie? Hä? Mit so viel... Oh Mann. Julian, was machst du denn da? Oh, Emma, gar nichts, ich wollte hier nur, glaube ich, wollte Minecraft spielen, ja, genau, und sonst gar nichts. Was machst du denn? Oh Mann, die habe ich ja glatt vergessen. Emma, warte, da unten, bitte nicht hier hochkommen, bitte nicht, also okay, ich komm runter. Also Emma, ich habe nichts gemacht, also aha. Nichts Verbotenes oder so, gar nicht, nee. Was hast du denn dann da gemacht? Minecraft spielen, das glaube ich nicht. Julian, irgendwas bist du im Schilde. Was verheimlichst du? Ja gut, okay, aber du darfst keinem erzählen, okay? Okay, ich schweige. Weil wenn das Mama hört, dann gibt's richtig Ärger. Weil sie hat letztens schon gesagt, was ist das denn? Und hat gelacht und meinte irgendwie, nee, das ist nichts für dich. Und keine Ahnung. Echt? Also ja. Also du darfst es keinem erzählen, okay? Okay, versprochen? Ich sag's nicht weiter. Okay, sehr gut. Was? Siehst du? Boah! Wie haben die das denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Das geht doch gar nicht. Wir müssen das auch irgendwie hinbekommen. Weißt du, für Mama. Und die Sachen kann man doch nicht kaufen. Ich glaube auch nicht. Das wird super schwierig. Aber das kriegen wir auf gar keinen Fall hin. Meinst das du? Ist nichts für Kinder. Mm-mm. Ich glaube, dafür muss man ein Profi sein. Aber ja. Und dann noch, Mama wird das bestimmt irgendwie merken. Och, ja, nee. Die kriegt das raus. Na, ihr beiden, was macht ihr denn da? Mama, gar nichts. Ich dachte, ihr guckt eure Serie da unten. Och, wir machen gar nichts, Mama, gar nichts. Also das sieht mir nicht nach gar nichts aus. Was macht ihr denn da mit dem Tablet? Gar nichts. Wir spielen, Emma, ne? Wir spielen, oder? Ja. Ja, wir spielen. Wir haben so ein Spiel gespielt und Julian, du musst doch springen, sonst fallen wir ja, in die Lava. Ich muss ja drücken. Oh, jetzt habe ich nicht gedrückt, Mama. Siehst Mann. Du, weil du gekommen bist hier, jetzt habe ich vergessen zu drücken und jetzt sind wir hier gestorben jetzt im Spiel. Jetzt haben wir auch keine Leben mehr. Oh, das ist aber schade. Siehst du, Mama, wir spielen hier nur ein Spiel, mehr nicht. Okay, dann viel Spaß dabei. Ja. Aber ein bisschen komisch finde ich das schon. Warum tun die so geheimnisvoll? Martin, ich glaube, die Kinder, die führen wieder irgendwas im Schilde da oben. Sicher? Irgendwas, was wir nicht wissen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, also Feuerwerk haben wir ja nicht mehr. Silvester ist ja vorbei. Also was Schlimmes kann es ja nicht sein. Irgendwas hätten die schon wieder aus. Emma, komm mit. Wir gehen einfach so weit. Wir wollen uns nur was zu trinken holen. Ja, sonst genau. Gar nichts. Siehst du? Zu trinken, aber... Also da ist aber nicht das Mineralwasser. Ach so, ja, haben wir vergessen. Ach so, Emma. Ja. Kinder, wollt ihr mir nicht sagen, was los ist? Ich bin total neugierig. Ihr benehmt euch wirklich ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Seltsam, Mama? Wir sind doch immer seltsam, oder Emma? Ja, oder? Seltsame du. Ja. Wir sind ganz, ganz komisch drauf. Naja, wir haben auch keinen Durst mehr, oder? Oder Emma, wir haben keinen Durst mehr. Nee. Voll vergessen, was wollten wir hier eigentlich? Ach, Emma, wir wollten noch spielen. Ja, wir wollten nichts trinken, Mama. Tut mir leid. Ja, wir gehen wieder nach oben. Also, irgendwas stimmt hier definitiv mit den beiden nicht. Also, was ist es nur? Ich möchte es wissen, Mann. Martin, ich bin mir zu 100% sicher. Irgendwas wird hier heute noch passieren. Die haben wahrscheinlich nur... Du kennst doch die Kinder. Gerade Emma und Julian. Hat's da gerade geklingelt? Jo, machst du auf? Hallo? Schönen guten Tag. Ich bin der Polizeichef von Playmobil City. Wir suchen Julian und Emma Vogel. Julian wohnen und Emma? Die hier? Ja, die werden gesucht. Ach du Schreck. Ja, die wohnen hier. Die haben doch nicht etwas... Irgendwas verbrochen? Leider schon. Was denn? Wir sind auf der Suche nach einem gestohlenen Skateboard und das soll sich wohl hier Skateboard? Befinden. Ja, wir haben Hinweise von einem anonymen Anrufer bekommen, ja. Also das kann wirklich nicht sein. Wann soll das denn bitte gestohlen worden sein? Ja, tut mir leid, Frau Vogel. Vor einigen Tagen, kurz nach Weihnachten. Aber solche Fälle, die passieren mal nach Weihnachten. Also, ne? Und gerade bei Kindern. Kann ich mir nicht erklären. Das müssen wir einmal prüfen, bitte. Na gut, aber Sie werden keins finden. Emma, das kann nicht echt sein. Das kann gar nicht echt sein. Ich muss das auch mal genau sehen. Nein, das ist nicht echt. Kannst du da ranzoomen? Julian und Emma, also gibt's irgendwas, was ihr vielleicht sagen möchtet? Da sind sie doch. Die Polizei ist nämlich hier, wegen euch. Mama, nein, also das letztens in der Kita, das war ich nicht. Das war Steve, glaube ich. Ich war das nicht. Also ich habe den Ball nur aus Versehen mit nach Hause genommen. Also ich wollte ihn nach den Ferien wieder nach in die Kita bringen, mehr nicht. Dafür muss doch nicht die Polizei kommen. Nee, darum geht es nicht. Es geht um ein gestohlenes Skateboard. Wir haben von einem anonymen Anrufer einen Hinweis bekommen, dass sich hier eins befindet. Ist es das? Wir haben keins. Hey, ich habe ein Skateboard, aber das gehört mir. Das ist nicht gestohlen? Hey, wie soll das denn gehen? Skateboard klauen, das merkt man doch, ja, wenn man da rausfährt und so. Ja, verstehe ich gar nicht. Wie macht man das denn? Also das gehört meinem Bruder. Das ist nicht gestohlen. Das möchte ich aber erstmal selber prüfen, ob es das Objekt ist, was wir suchen. Ja, wenn ihr geklaut habt, ne, also, dann gibt's das wird richtig auf jeden Ärger. Fall nicht sein. Also, ich kann Ihnen das wirklich versichern. Dieses Skateboard haben wir gekauft. Nein, ich würde es erstmal noch gerne prüfen. Okay.
Das ist aber mein Skateboard. Warum soll ich das denn geklaut haben? Das habe ich schon voll lange. Ja, genau. Nein, und das mit dem Ball, das war aus Versehen. Den bring ich doch wieder in die Kita. Nee. Ich möchte das jetzt erstmal prüfen. Also, wir haben den Hinweis bekommen. Und Julia mit Emma Vogel und dann hier noch das Skateboard. Also, ist mir alles hier sehr, sehr verdächtig. Also wirklich, Julian und Emma, wie konntet ihr nur klauen? Also das hätte ich von euch wirklich nicht erwartet. Martin, also wirklich. Das Skateboard ist auf gar keinen Fall geklaut. Das haben wir doch zusammen im Sportladen gekauft. Das ist schon ein paar Monate her. Ach ja, stimmt ja. Das habe ich ja glatt vergessen. Also tut mir leid. Also das Skateboard gehört wirklich meinem Sohn. Tatsächlich. Das Ding weist auch schon einige Gebrauchsspuren auf. Und auch die Produktnummer passt nicht zu dem gesuchten Objekt. Ja, tut mir leid. Scheint wieder ein falscher Anruf gewesen zu sein. Falscher Hinweis. Passiert in letzter Zeit ein bisschen öfter. Tut mir leid. Also Kinder, macht euch keine Sorgen. Das Skateboard, das gehört euch. Das dürft ihr behalten. Falscher Alarm. Naja, Frau Vogel, das tut mir leid. Wir müssen leider jedem Hinweis nachgehen, aber... Verstehe ich, aber Sie haben mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ja, es tut uns leid, aber muss so sein. Also Kinder, viel Spaß noch mit dem Skateboard. Tut mir leid, völlig falscher Alarm. Ich werde euch nicht nochmal hier nerven. Okay, danke. Okay. Also unfassbar, ich muss noch mit der Polizeizentrale reden. Das war jetzt schon der 10. Anruf mit einem falschen Hinweis. Also wir müssen mal die Nummer zurückverfolgen. Aber Kinder, ihr habt euch heute wirklich komisch verhalten. Ich dachte ganz kurz, dass ihr wirklich was geklaut habt. Aber was ist denn jetzt los? Okay, warte, wir sagen es dir, Mama. Also, okay, ich sag's dir jetzt. Also, aber Julian... Doch, das muss jetzt sein. Das ist doch keine Überraschung. Doch, also wir wollten ja eigentlich eine Torte machen, die so 1 Meter, 2 Meter groß ist. Mit so einem Kleid, mit so einer Puppe drauf und so. Und in Pink, alles mit Glasur. Aber ich weiß nicht, ob das echt ist. Und wir haben auch nicht die Sachen. Und ich weiß auch nicht, ob wir das hinbekommen können. Das kriegen wir bestimmt nicht Nein. hin. Ach Kinder, ihr seid so süß. Ihr wolltet mir eine Torte schenken? Also ich frage mich vielmehr, wer denn die Polizei angerufen hat, dass Julia und Emma hier was geklaut haben. Wer kann sowas nur machen? Die beiden sind bestimmt schon im Gefängnis. Julian und Emma, oh Mann, wie ich die hasse. Also, Ashley, ich hab dir das schon 1000 Mal gesagt. Du sollst deinen Müll in meinen Rucksack tun. Das geht nicht. Schmeiß dir einfach Papier in meinen Rucksack. Also bitte, dafür gibt's Mülltonnen. Mann, Julian. Ich kann's ihm auch nicht so genau sagen, aber das waren noch meine Liebesbriefe. Oh, was war das nur für ein Chaos letztens hier? Das Gefängnis und Kita, das zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass das mal passiert. Dieser furchtbare Erzieher hat die Kinder eingesperrt und dafür werde ich jetzt bestimmt verantwortlich gemacht. Mir ist Angst und Bange. Oh, ich hätte Mama lieber nichts davon erzählen sollen. Och nein, die hat schon letztens voll Stress gemacht. Oh, war ja klar, dass das Bällebad belegt ist. Normalerweise bin ich jetzt dran, das wisst ihr. Nee, wir haben noch 5 Minuten. Also ein bisschen Zeit haben wir wirklich noch, ja, Julian. Das stimmt. Also wir haben hier Regeln aufgestellt und die müssen auch eingehalten werden und... Oh ja, stimmt, ihr habt noch 5 Minuten. Tut mir leid. Oh, ist immer das Gleiche mit Julian. Er will ja, immer tut mir hier leid. Rein. Kein anderer darf. Also was mein Junge mir da erzählt hat, das kann eigentlich wirklich nicht sein. Das muss ich jetzt mal klären. Wer bist du denn? Keine neuen Erzieher. Wir haben da ganz schlechte Erfahrungen mit. Nein, nur Brigitte ist unsere Erzieherin, weil sie die Beste ist. Ich bin keine Erzieherin. Okay. Aber, rote Haare? Du musst Julian Vogel sein. Ja, man kennt mich. Also mit dir habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen, aber nicht heute. Wieso? Ich habe kein Hühnchen. Ich mag Hühnchen, aber ich habe jetzt keins da und warum sollen wir eins rupfen? Brigitte, kommen Sie bitte mal her. Also ich muss mit Ihnen reden über diesen Vorfall hier. Guten Tag, aber was für einen Vorfall meinen Sie denn? Wovon reden Sie überhaupt? Wer ist das denn nur? Warum kennt ihr mich und warum will die ein Hühnchen rupfen? Also das finde ich nicht so fair. Hühnchen sind doch eigentlich ganz okay. Oh nein, Mama, was machst du denn hier? Ach nein, hätte ich dir das bloß nicht erzählt. Ach so, das ist die Mama von Andreas. Jetzt wird mir einiges klar. Okay, deswegen kennt die mich. Die Kinder einsperren in einem Gefängnis? Also was sind das für Spiele, die sie hier spielen? Entschuldigung, aber das war also, nicht das so. Das geht wirklich gar nicht. Ja, die Kinder wurden eingesperrt, aber das war ein anderes Kind. Das war nicht ich. Ach Mama, muss das denn empört. Sein? Warum bist du denn jetzt hier? Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht weitererzählen. Oh Mann, ich kenne das, wenn Mamas so peinlich sind. Meine Mama war auch mal peinlich, aber die beschwert sich ja die ganze Zeit. Hey, das war nicht Brigitte. Andreas, also jetzt lass die Mama mal gerade. Mama. Also, Sie sind hier in der Verantwortung, egal ob es ein anderes Kind war oder, also, sowas lasse ich nicht zu. Also, es tut mir unendlich leid, selbstverständlich muss ich dafür die Verantwortung tragen. Aber es ist nochmal alles gut gegangen und das Kind, was das verursacht hat, das ist auch nicht mehr hier in der Kita. Mama, hör auf damit, ich hab dir das erzählt, dass das nicht Brigitte war und dass sie nichts dafür kann. So, das muss die Kita sein. Also, Kita Mondschein oder Kita Sonnenschein? Kita Sonnenschein war es, glaube ich. Ach nö, ich will jetzt nicht das Polizistenerzieher werden, das möchte ich nicht. Junger Mann, also wir sind hier für einen Einsatz, wir sind keine Erzieher. Ah, gut, okay. Also, die Ashley, die packt die ganze Zeit Müll in meinen Rucksack. Das müssen wir mal klären, deswegen sind sie doch da, oder nicht?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also ist das hier die sogenannte Brigitte? Ja, ganz genau. Also ich hatte sie angerufen. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Kinder hier in der Kita eingesperrt wurden. Ja, aber das ist total das Missverständnis. Ich habe die Kinder nicht eingesperrt. Das war ein anderes Kind. Aber die Verantwortung muss ich dafür tragen, weil das meine Kita ist. Ich verstehe das schon. Bob, keine weiteren Worte. Das klären wir auf dem Revier. Und dafür muss ich sie jetzt erstmal festnehmen. Wie bitte? Das ist doch total übertrieben. Tut mir leid, bevor sie jetzt abhauen. Ich hau nicht ab. Hey, was soll das? Das könnt ihr doch nicht machen. Brigitte ist doch keine Verbrecherin. Oh, endlich. Jeder braucht auch seine gerechte Strafe. Oh nein, Mama, das kannst du doch jetzt nicht machen. Wegen dir wurde Brigitte jetzt verhaftet. Das wollte ich nicht. Brigitte ist meine Erzieherin. Ich mag sie. Andreas, ich bin deine Mutter und ich weiß, dass gut für dich ist. Ach, Kinder, macht euch keine Sorgen. Das oh, wird schon Brigitte. Wieder. Im Nu bin ich wieder raus und dann habt ihr mich wieder. Ich bin kurz mal weg auf dem Polizeirevier. Das ist ja furchtbar. Wir holen dich da raus, Brigitte. Wir holen dich da raus. Versprochen. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Also unser Polizeirevier ist ziemlich sicher und du bist ja noch ein Kind. Julian, du machst bitte gar nichts. Das Ach, wird total eskalieren. Also Kinder, ihr geht bitte alle nach Hause. Die Kita ist für heute geschlossen und morgen sehen wir uns dann wieder in alter Frische. Ja, und ich kann auch nicht eure Erzieherin werden. Also das musste sein, Kinder. Geht nach Hause. Mama, was du da getan hast, ne, das ist sowas von blöd. Ich wollte das nicht und ich habe dir das erklärt und sie hat keine Schuld. Andreas, mach dir nichts raus. Ich weiß, dass Mamas manchmal peinlich sind und Sachen machen, die man eigentlich nicht will. Ist egal, wir holen Brigitte da raus. Und wenn ich in das Gefängnis einbrechen muss, ist mir egal. Mama! Mama, ich bin schon wieder zu Hause! Mama! Julian, so Mama, früh bist du schon wieder zu Hause? Muss ich was erzählen? Du warst doch gerade 2 Stunden in der Kita und ich suche übrigens Emma. Die hat sich schon wieder versteckt. Emma! Mama, jetzt hör mir doch mal zu. Es geht um Brigitte. Die wurde von der Polizei mitgenommen. Bitte was? Julian, wovon redest du? Hast du schon wieder zu viel Fernsehen geguckt? Was hat sie denn bitte getan? Mama, ich hatte dir doch letztens erzählt, dass der große Julian wieder bei uns war und uns eingesperrt hatte. Oh, nicht der. Ja, und die Polizei hat gesagt, das war Brigitte schuld, aber das stimmt nicht. Aber das kann doch gar nicht sein. Brigitte war das doch gar nicht. Julian, wir haben jetzt was vor. Du musst deinen Rucksack ablegen, wir gehen sofort zum Polizeirevier. Oh, klasse. Okay, ich pack meinen Rucksack weg, dann können wir direkt raus. Was? Ihr geht raus? Kann ich mitkommen? Geh mir zum Spielplatz, ich komm mit. Emma, da bist du ja endlich. Perfektes Timing. Wir müssen los. Aber nicht zum Spielplatz, sondern zum Polizeirevier. Sehr gut. Wir befreien Brigitte. Das wird sowas von toll. Also Kinder, hier wären wir. Jetzt bitte ganz ruhig und leise sein. Ich rede. Und Julian, du gibst am besten keinen Mucks von dir. Oh, Mama, was denkst du denn von mir immer? Ja, ich bin jetzt ganz, ganz brav. Ich werde schon nichts sagen. Das ist doch ein Polizeirevier. Da möchte ich doch nicht auffallen. Okay, Julian, dann sind wir ja einer also Meinung. Also wir gehen jetzt rein und ihr sagt bitte keinen Mucks. Wirklich, pst, ganz leise. Guten Tag. Lass sie frei! Lass Julian. Sie sofort frei! Lass meine Erzieherin frei! Julian! Sofort! Julian! Okay, entschuldige. Was ist denn hier los? Also... Wo ist Brigitte? Ich will wieder zurück in die Kita und ich... Sie war das doch nicht! Das ist der junge Mann aus der Kita, von dem ich eben erzählt habe. Ihr wisst schon. Ach, du bist es. Du musst Julian Vogel sein. Ja, hat Brigitte schon erzählt, dass du sehr, sehr wild bist. Ja, sogar sehr, sehr wild. Und ich werde jetzt meine Erzieherin befreien. Mhm. Ach, Julian, Brigitte, ich hol dich jetzt hier raus. Versprochen. Was machst du denn hier? Julian, ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst, aber ich will unbedingt aus dieser Zelle hier raus. Ich habe leider keinen Schlüssel. Ich versuche einen zu finden. Geht auch mein Schlüssel, also von unserem Haus? Ich glaube nicht. Oh, cool. Wenn ich groß bin, dann will ich auch Polizistin werden. Wo sind denn hier die Waffen versteckt? Kann ich die mal sehen? Also, das ist natürlich schön, dass du bei der Polizei arbeiten möchtest, aber nein, die Waffen kann ich dir nicht zeigen, aber ich kann dir unsere Notfallzentrale zeigen. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte gerne über diesen Fall mit der Erzieherin reden. Ich glaube, Sie haben die Falsche festgenommen. Sie war das nicht. Das glauben wir nicht, denn uns wurde gesagt, dass die Erzieherin die Kinder eingesperrt hat und das kann natürlich nicht sein. Nein, ganz im Gegenteil, sie hat die Kinder befreit. Ein anderes Kind hat die Kinder eingesperrt, aber das ist jetzt über alle Berge. Also die andere Dame, die uns angerufen hat, die hat gesagt, sie hätte die Kinder eingesperrt. Also wahrscheinlich müssen wir da nochmal anrufen und das abklären. Ach Brigitte, das tut mir so leid. Ich weiß, du solltest hier eigentlich nicht sein, aber das wird alles noch aufgeklärt. Mach dir keine Sorgen. Brigitte, wirklich, wir holen dich hier raus. Mach dir wirklich keine Sorgen. Ja. Das geht schnell wieder vorüber hier. So, und hier kommen immer die Anrufe rein, wenn es Notfall gibt oder Kann irgendwie sowas. Kann ich da mal rangehen? Hallo, hier ist Emma Vogel. Was wollen Sie? Ach, Verbrecherjagd? Ich bin dabei. Also wenn Sie mir einen Stuhl geben, damit ich an den Hörer komme, dann kann ich ja auch arbeiten. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich kann sehr gut telefonieren. Wie alt bist du denn? Du bist doch noch keine 18, oder? Doch, aber ich bin ein bisschen zu klein. Mich hat man zu heiß gewaschen. Also ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Jetzt habe ich nochmal bei der Dame angerufen und die hat wieder was anderes gesagt. Also, wem soll ich denn jetzt glauben? Also ich wäre dafür, dass wir auf jeden Fall diesen Fall ein bisschen besser prüfen.
Und wie geht's jetzt mit der Kita weiter? Kommt da jetzt wieder ein neuer Erzieher oder neue Erzieherin? Das möchten wir aber nicht. Ach, Julian, Mann. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte zu meinem kleinen Timo. Und kann ich bitte meinen Mann anrufen? Also, könnte ich mal kurz hier durch? Lassen Sie sich mal durch hier. Hallo. Also, Sie sind frei. Tut mir leid, dass wir Sie so vorheilig festgehalten haben. Wir müssen hier noch mal einiges prüfen bei dem Fall. Also, da stimmt irgendwas nicht. Oh, yes! Zum Glück. Endlich. Gott sei Dank, ich bin frei. Ach, das fühlt sich wahnsinnig toll an. Ach, das waren die schlimmsten 15 Minuten meines Lebens. Danke, Frau Vogel. Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Oh, yes. Dann geht's ja weiter mit der Kita, aber... Och, nee, morgen möchte ich eigentlich nicht zur Kita. Ich bin morgen nicht da, Brigitte. Tut mir leid. Hast du etwa neue Treter? Wo hast du das Geld her? Ich will auch was. Ja, habe ich neu und hat Mama mir im Einkaufszentrum gekauft. Ich habe jetzt fast in allen Farben. Sind die nicht schön? Oh, das war ja wieder sowas von klar. Die größte von allen, also das älteste Kind, bekommt wieder alles. Und was mit mir? Ich will auch was. Julian, wenn du irgendwas zum Anziehen brauchst, dann hätte Mama dir das sicher auch gekauft. Aber meine alten Schlappen sind mir kaputt gegangen. Ach, herrje, was ist denn bei euch schon wieder los? Irgendwie ist mir das lieber, wenn die einfach Fernsehen gucken, statt sich zu streiten. Oh, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Hanna einfach so ein bisschen heimlich Geld geben und mir nicht. Ich hab's mitbekommen. Julian, ich hab Hanna kein Geld einfach so gegeben. Ich hab ihr ein paar Schlappen gekauft. Möchtest du etwa auch solche? Gefallen dir deine Turnschuhe etwa nicht mehr? Ja, Julian, die sind perfekt für den Sommer. Da gucken die Zehen raus. Würden dir auch bestimmt gut stehen. Was? Nein, niemals, niemals ziehe ich sowas an. Nein, nein, also ich dachte, vielleicht kannst du mir ein bisschen Geld geben und ich kann das für Robux ausgeben. Ja, ja. Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ging um was, was wichtig war. Neue Schuhe. Und Robux ist wohl nicht wichtig. Also, Diskussion ist damit beendet. Naja, was soll's. Ist ja in Ordnung. Also, diese Schlappen will ich sowieso nicht haben. Also, bitte. Jetzt mach mal ein bisschen Platz, dass ich mich auch setzen kann. Also, ich glaube, diese ganzen Streitereien in den Ferien, die kommen vor allem daher, weil sie Langeweile haben. Die sind total unterfordert, die Kinder. Ich schau mal nach Emma. Sie ist die Einzige, die sich alleine beschäftigen kann. Die wird bestimmt schön spielen. Ja, ich spiele. Mann, das ist total spannend. Aha, Emma, und warum versteckst du dich da in der Ecke? Verheimlichst du da irgendwas? Was ist denn los? Zeig mal. Nein, ich verheimliche überhaupt nichts. Ich habe nur was gespielt hier mit dem Prinzessinnenschloss. Die andere Seite ist auch wunderschön. Kennst du die überhaupt? Ach nee, du verheimlichst nichts. Emma, hast du dich hier hinter versteckt, um mit Julians Tablet zu spielen? Ach, das kann doch echt nicht wahr sein. Hast du gefragt? Nein, habe ich nicht. Das habe ich aus Versehen vergessen. Also, ich bin so vergesslich in letzter Zeit. Ja, ja, das ist jetzt einkassiert. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Diese Kinder, die treiben mich noch zu Weißglut. Ist das jetzt für mich einkassiert oder für Julian? Mann, bin ich froh, dass das nicht mein Tablet war. Dann wäre das jetzt weg. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, Kinder, wir müssen definitiv was an der Situation ändern. Ihr hockt hier viel zu sehr in der Bude rum. Hat jemand einen Vorschlag, was wir machen können? Wir können in den Freizeitpark fahren und am besten mit Onkel Stefan, weil der könnte sich das alles merken und dann vielleicht bei uns aufbauen. Nein, Julian, das ist absolut keine gute Idee. Damit bin ich nicht einverstanden. Wir könnten eine riesengroße Poolparty veranstalten. Ich könnte meine ganze Schule einladen und Papa kann den Grill anwerfen. Okay, dann bin ich auch dabei. Also zwar nicht so gut wie Freizeitpark, aber immerhin. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Kinder, das ist nicht das, was ich gemeint habe. Irgendeine Unternehmung, die wir zusammen machen können und am besten nicht hier drin. Also ich hätte noch eine Idee. Wir könnten doch sowas machen wie eine Fahrradtour. Das wäre doch toll. Das machen wir fast nie. Na, das ist doch mal ein toller Vorschlag. Super, Emma. Ich bin dafür. Oh, nee. Eine Fahrradtour? Auf gar keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Ich weiß gar nicht, ob unsere Fahrräder noch gut in Schuss sind. Nachher sind die alle platt. Ich werde mal ganz kurz bei der Fahrradreparatur anrufen. Vielleicht können die da noch was machen. Und was ist mit mir, Mama? Ich habe gar kein Fahrrad. Da habe ich nicht dran gedacht. Und ich kann auch nicht Fahrrad fahren. Ach, herrje, Emma, das stimmt. Naja, für dich lassen wir uns was anderes einfallen. Das wird schon irgendwie klappen. Also, wir sind mit unseren Fahrrädern einverstanden. Fahrbereit. Ich kann mich auch nicht beschweren. Ich habe ein richtig cooles gelbes Mountainbike. Also, das ist, glaube ich, nicht von uns. Und ich werde mich weigern, in diesen Fahrradanhänger zu steigen. Das ist was für Babys. Das mache ich nicht mehr. Ich bin schon groß. Emma, aber anders geht das nun mal nicht bei der Fahrradtour. Ich meine, du wärst nicht schnell genug. Und außerdem, womit willst du fahren? Solche Fahrräder haben die leider nicht gehabt. Und setz dich doch bitte da rein. Nee, ich mach das nicht, aber ich habe schon eine andere Idee. Wartet's ab. Oh nein, ich kann mir schon denken, was sie macht. Tada, ich habe mein Weihnachtsgeschenk ausgekramt. Das habe ich schon die ganze Zeit in der Garage einstauben lassen. Und jetzt wird's schön ausgeführt. Cool. Oh herrje, Emma, jetzt? Ich meine, du hast doch noch gar nicht richtig geübt. Das kann ja was werden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Also Mama, ist eine Sache nicht aufgefallen, dass wir keine Fahrradhelme aufhaben. Und sonst fällt dir das eigentlich direkt auf. Also, da hat sie bestimmt wirklich gar nicht dran gedacht, dass wir keine haben. Aber sie ist einfach zu sehr durch den Wind, gerade wegen Emma. Okay, Leute, dann mal los. Emma, fahr nicht vor meinen Reifen. Ah! Kinder, schön beisammen bleiben, dicht hinter mir. Mann, ihr seid ganz schön langsam. Oh, nee, nicht so schnell. Und wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin?
Also ein festes Ziel habe ich nicht. Ich dachte, wir radeln so ein bisschen rum und bleiben da, wo es uns gut gefällt. Wo ist eigentlich Emma? Emma? Ich kann nicht so schnell. Ich bin hier hinten. Mama, können wir nicht hier beim Spielplatz anhalten? Oh, ich kann nicht mehr. Ach, na gut. Eine Pause wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Also bleiben wir erstmal hier. Eine kurze Rast hier auf dem Spielplatz. Oh, ich weiß, wo wir sind. Also, ich riech das doch. Da hinten ist die Pommesbude. Können wir nicht da kurz was essen? Also, ich bin auch schon ganz schön kaputt. Das ist so anstrengend mit diesem Tretroller oder Fahrrad oder was das auch ist. Ich könnte eine Stärkung gebrauchen. Na gut, Kinder, die Mama geht los und holt euch Pommes und ihr wartet hier. Emma, du brauchst nicht die ganze Zeit auf deinem Roller sitzen bleiben. Du kannst ruhig absteigen und auf den Spielgeräten spielen. Ja, ich weiß, könnte ich. Ich bin noch nicht das erste Mal in meinem Leben auf dem Spielplatz, aber ich lasse meinen Roller hier nicht aus den Augen. Ja gut, mach was du willst. Weißt du was, dann kannst du die ganze Zeit neben der Mülltonne da stehen bleiben. Ich gehe jetzt erstmal aufs Karussell oder so. Oh, wie cool wäre das denn, wenn ich jetzt hier mit meinem Roller die Rutsche runterfahren würde. Das wäre richtig, richtig toll. Hey, Achtung da unten. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht im Weg stehen. Mann, ich bin ganz schön langsam unterwegs in diesem Teil. Tja, na, hier ist nur noch ein Platz frei. Na, wer bekommt den wohl? Tja, den bekomme ich dann ja wohl. Alter vor Schönheit, du kannst dich hinten anstellen. Was? Ich bin... Ja gut, ich bin schön, aber... Nein. Ich dachte, wir machen wenigstens Schnick, Schnack, Schnuck oder so. Oh, toll, jetzt... Oh, jetzt startet das ohne mich. Aber naja, wenigstens hat sie zugegeben, dass ich schöner bin. Okay, mal sehen, wie ich mich da anstelle. Achtung, Lenker gerade halten und los. Wow, das hat ja gut geklappt, Mann. Was für ein Wahnsinn. Was für eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Sag mal, bist du total lebensmüde, dich mit dem Roller von der Rutsche zu stürzen? Nein, ich bin nicht müde. Ich hab das schon... Das ist gefährlich. Ich hab schon Mittagsschlaf gemacht. Schon gut. Kinder, kommt ihr dann? Die Pommes sind da. Ja, na bleib du mal ruhig auf dem Karussell. Die Pommes gehören jetzt alle mir. Alle, sage ich dir. Hey, warte, Julian. Ich meine, du kannst jetzt das Karussell, das ist jetzt frei. Mama, ich muss dir unbedingt was erzählen, was ich gerade gemacht habe. Das war sowas von cool. Das musst du unbedingt sehen. Ach, gleich, Emma. Vielleicht isst du erstmal was von den Pommes, hm? Und danach kannst du mir das erzählen. Och, Mama, zwei Portionen für vier Leute. Wie soll das jetzt bitte gehen? Julian, das sind zwei große Portionen. Die können wir uns doch teilen. Du musst nicht immer alles für dich selber haben. Ha, wir könnten ja ein Bettessen daraus machen, aber na, da wäre mit Mama wohl nicht mit einverstanden. Also ich habe doch keinen Hunger mehr. Ich fahre lieber noch ein bisschen mit meinem Roller, okay? Könnt ruhig meine Sachen auch essen. Emma, bist du sicher? Ich meine, deine Geschwister lassen dir bestimmt nichts übrig und dann gehst du leer aus. Ist mir egal, ich habe was Wichtigeres vor. Ich muss noch mal so eine tolle Strecke hier runterfahren und die kenne ich noch gar nicht. Achtung, da unten! Oh Mann, du schon wieder. Du bist ja total verrückt geworden. Die ist echt noch lebensmüder, als ich dachte. Und Emma will wirklich nichts haben, weil sonst vertilgen wir diese Portion jetzt auch noch. So wie es aussieht nicht, aber war das gerade Emma in diesem Wahnsinnstempo? Oh, ich kann nicht bremsen. Oh ja, das ist sie und oh, sie ist bald auf der Straße. Oh, Hilfe, oh, da sind auch Autos. Ich habe keine Klingel. Na, dann will ich mal heute gucken, ne? Na, von wem schießen wir heute schöne Fotos? Wer ist heute zu schnell unterwegs auf der Baustelle? Boah, ich weiß nicht, wie ich das stoppen soll, das Teil. Das ging aber schnell. Da haben wir schon den ersten Temposünder. 15 km/h zu schnell, also bitte in der Spielstraße. Und noch eine Baustelle. Ich werde mich da mal direkt dranhängen. Ich glaube, derjenige oder diejenige hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie geblitzt wurde. Julian, Hanna, ihr bleibt jetzt hier. Ich muss dringend hinter Emma hinterher. Wo ist sie nur hin? Oh, ich hatte sie nicht gut genug in den Augen. Sie wollte mir irgendwas erzählen und jetzt ist sie weg mit ihrem Roller. Halt, stopp, Polizei, stehen geblieben. Oh, ich bin so langsam nicht umgefallen. Oh Mann, oh Mann. Oh, ein Kind auf dem Roller? Du warst so schnell, wir haben gar nicht gemerkt, dass du auf einem Roller unterwegs bist. Ja, ich habe noch nicht so gut geübt. Den habe ich erst zu Weihnachten gekriegt und dann stand er immer in der Garage. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mit dem Teil nicht auf der Straße fahren darf, aber ich weiß auch nicht, ich konnte das nicht bremsen. Ich war viel zu schnell. Da haben wir dich, hä? Das gibt auf jeden Fall ein fettes Bußgeld, sage ich dir. Was? Ein Bußgeld? Ich habe kein Geld. Also, da hinten ist meine Mutter. Ich weiß auch nicht. Und ein Punkt wird das auch noch nach sich ziehen. Und hast du überhaupt einen Führerschein? Ah, ja. Emma, da bist du ja. Ich bin die Mutter übrigens. Was ist hier passiert? Mama, gut, dass du da bist. Ich muss ein Bußgeld bezahlen und ich kriege auch noch einen Punkt. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie ein Stempel oder so. Sie sind die Mutter? Also, Sie hatten Ihre kleine Tochter ja nicht so gut unter Kontrolle. Die war viel zu schnell unterwegs und ist uns in die Radarfalle geraten. Oh, mir tut das schrecklich leid. Ich meine, wir waren auf dem Spielplatz und da ist sie wohl diese kleine Piste mit ihrem Roller runter und dann mitten auf die Straße gefahren. Ja, das kann ich bezeugen. Mann, dieser Roller ist gefährlicher, als ich dachte und ich kann damit nicht bremsen. Ich komme nämlich nicht mit den Füßen auf den Boden richtig. Nun gut, da drücken wir ja gerne mal ein Auge zu. Ich meine, du bist ja noch ein kleines Kind. Sonst wären das 65 Euro, sage ich Ihnen. Oh Mann, Mama, muss ich das jetzt wirklich bezahlen? So viel Geld habe ich nicht. Ich glaube, die stecken mich dann ins Gefängnis. Oh Mann, ich wollte nur mit dem Roller fahren. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß.
Ach, Kinder, reicht das jetzt nicht mal mit den Cartoons? Also ich möchte jetzt mal Nachrichten schauen. Oh, Papa, nein, nein, nicht jetzt. Gerade wo es jetzt erst losgeht. Wir haben erst mal 5 Folgen geguckt. Also tut mir leid, das war jetzt erst mal die Aufwärmphase. Ja, jetzt geht's erst richtig los. Also tut mir leid, ich glaube, bei euch hakt's. Also 5 Folgen und das ist noch zu wenig. Nee, wir schalten jetzt mal um auf die Nachrichten. Oh, Papa! Nein, drück toll, nicht! Ey, oh, Mann! Komm mal, wir gehen nach oben. Ja, da können wir vielleicht was spielen oder so. Ja, Papa, du bist voll fies. Ja, und das ist voll langweilig. Da passiert doch gar nichts. Gesucht wird diese Frau hier auf dem Phantombild abgebildet. Sie ist in Playmobil City in mehrere Häuser eingebrochen und hat dort Kinder erschreckt. Hat die sich verkleidet oder wie? Mama, warte mal. Emma, siehst du das? Guck mal, ist das nicht etwa... Molly? Das ist doch Molly, der Geist. Ja, natürlich. Was macht die denn im Fernsehen, in den Nachrichten vom Papa? Die wird gesucht. Oh Mann, die wird tatsächlich von der Polizei gesucht. Ja. Papa, wir kennen die. Was, wie bitte? Papa, also bei uns wurde doch gar nicht eingebrochen, das hätte ich doch gemerkt. Papa, doch, das... Also, die ist nicht bei uns eingebrochen. Ja, doch, schon ein bisschen. Also, das ist Molly, so ein Monster oder auch ein Geist. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Und die wollte uns erschrecken und das hat sie auch gemacht. Ja, genau, und die war unter meinem Bett und da hat sie mich immer erschreckt. Nee, Kinder, tut mir leid, also ich werde jetzt nicht auf die Serie wieder umschalten. Ihr wollt doch nur, dass ich nicht die Nachrichten weiterverfolge. Nee, also das kann ich euch irgendwie nicht ganz abkaufen. Geister oder Monster bei uns hier im Haus, das hätte ich doch mitbekommen. Also das einzige Monster ist Mama, wenn sie mal nicht richtig gefrühstückt hat. Ah, na dann nicht, Papa, wenn du uns nicht glaubst. Ja, Pech gehabt, wir gehen jetzt nach oben, tschüss. Also, ein bisschen komisch ist das schon, ne, Emma? Jetzt wird Molly wirklich gesucht. Also, die war wohl nicht als einziges bei uns hier. Was machen wir denn nur? Sollen wir helfen? Auf jeden Fall. Wir verpfeifen sie bei der Polizei. Sowas von. Aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt die dann wieder mit ihrer Monstergang da und mit neuen Monstern und Geistern. Ich weiß ja nicht. Also, ist ein bisschen riskant, finde ich. Nein, wir müssen das tun, Julian. Sie ist richtig böse und gemein. Und ich kenne alle Monster auch aus der Monsterschule. Und sie ist das allerschlimmste Monster von allen. Okay. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wovon du redest. Also das mit der Monsterschule verstehe ich nicht so ganz. Aber wir sollten vielleicht doch zur Polizei. Finde ich eine gute Idee. Ja, los. Ab geht's. Papa, Emma und ich gehen kurz raus. Ist das in Ordnung? Ja! Ja, endlich! Tor! Ja! Hast du das gehört, Emma? Ich glaube, der hat nichts dagegen. Ich glaube, Papa will nicht, dass wir hier sind. Der freut sich total, dass wir gehen. Ja, wir sind ja schon weg, Papa. Klasse, endlich, ja! War da jemand an der Tür? Okay, Emma, wir sind jetzt gleich im Polizeirevier. Bist du dir sicher? Ja, wir werden Molly richtig in die Pfanne hauen. Okay, Emma, Ladies first. Du hast nur Angst. Nö. Hallo, wir sind Emma und Julian und wir möchten bei einer Suche helfen. Ja, genau, die Frau aus dem Fernsehen, die kennen wir. Guten Tag, ihr zwei. Also, wenn ihr an einer Suche mithelfen möchtet, dann geht am besten nach oben zu meinem Kollegen. Wir haben ein paar Infos, die können euch echt weiterhelfen. Gut, habe ich verstanden. Also, wie gesagt, in den ersten Stock zu meinem Kollegen, da könnt ihr dann eure Aussage machen. Hallo, guten Tag. Wir haben nichts verbrochen oder so. Wir möchten der Polizei helfen. Was? Wie bitte? Ihr wollt uns helfen? Wie wollt ihr das denn hinbekommen? Also, mein Papa hat eben Nachrichten geguckt. Mhm. Und die sind ja eigentlich immer ziemlich langweilig. Aber darum geht's jetzt nicht. Da wollen wir euch nicht helfen. Diese eine Frau da, das ist ein Geist, das ist ein Monster. Das ist Molly, die kennen wir. Ja, die war bei uns zu Hause. Was? Wie bitte? Nachrichten? Ein Geist? Monster? Kinder, geht's euch gut? Ja, uns geht's hervorragend. Mhm. Also, die Frau auf dem Foto im Fernsehen, die war bei uns auch zu Hause und wir wissen alles über sie. Ja, die war wirklich bei uns und sogar schon in unserem Kühlschrank, ja. Kinder, also was habe ich ja noch nie gehört. Oh Mann, was für Märchen. Wir sagen die Wahrheit. Das ist Molly, sie ist ein Geist und sie bricht in Häuser ein und erschreckt Kinder, genauso wie die das in den Nachrichten gesagt haben. Ja, und wir wissen sogar, wo sie wohnt. Wir können euch auch dahin führen, wenn ihr wollt. Was? Ach so, tatsächlich. Die wohnt sogar hier. Ja, wie ist denn die Adresse? Die Geisterstraße? Naja, ich sollte wieder ein bisschen ernst werden. Kinder, vielleicht könnt ihr uns ja wirklich helfen. Also habt ihr irgendeine Idee, wo diese verkleidete Frau rumläuft? Ja, wir wissen, wo Molly wohnt. Das war wirklich kein Spaß. Und außerdem, die hat keine Angst vor Pistolen oder so. Da hilft nur das Anti-Monster-Spray. Das ist das einzige Mittel, womit man sie bekämpfen kann. Aber wir zeigen euch, wo Molly wirklich wohnt. Das ist wirklich ein komisches Haus.
Oh, das war richtig cool, sage ich euch. Also, Frau Chili, die kam da rein und sagte zu mir, oh, du hast das gar nicht so schlecht gemacht. Also, vielleicht werde ich später Lehrer, aber irgendwie habe ich keine Lust darauf. Also, wenn ich mir das so vorstelle, du als Lehrer mit anderen Kindern, das kann ja was werden. Das wird ziemlich chaotisch, glaube ich. Oh ja, chaotisch gut, so wie Frau Chili gesagt hat. Ich konnte Mathe richtig gut, okay? Die anderen Fächer kann ich zwar nicht so besonders, aber Mathe. Oh Mann, was kriege ich da mit Julian? Du als Lehrer, also so ein guter Lehrer wie ich, kannst du sowieso nicht sein. Oh, war ja klar, die Diva Hanna ist wieder da. Nee, ich werde der bessere Lehrer, sag ich dir jetzt schon. Also, als ich einmal den Unterricht übernommen habe, ja. Okay, alle fanden mich ein bisschen zu streng, aber... Aha. Also, ich glaube, ich habe das nicht schlecht gemacht. Nee, ich sag dir mal, wenn wir auf einer Schule wären, ich glaube, dann wäre ich der Lieblingslehrer. Mhm. Naja, vielleicht hast du recht, Julian. Ich bin dann weg, bis später. Na gut, Hanna, aber komm nicht zu spät nach Hause. Es wird ja jetzt auch schon früh dunkel. Und denk bitte an dein Handy, Hanna. Ja, klar, nehme ich mit. Habe ich alles im Rucksack. Und danach hat Frau Chilich gesagt, ich krieg noch... Ach so, den Teil sollte ich nicht erzählen, dass ich noch Strafaufgaben bekommen habe. Also es war toll. Oh, Hanna, ich habe einfach gar keine Lust auf diesen Biotest. Ich verstehe das einfach nicht. Warum denn gerade Schmetterlinge? Ich meine, die sind ja nett anzuschauen, aber was soll ich denn darüber wissen? Das ist total kompliziert. Ach, Pia, dafür bin ich doch da. Wir haben heute Abend genügend Zeit, das alles zu lernen. Ganz in Ruhe. Genau so machen wir das, ganz in Ruhe. Und ich finde, ganz in Ruhe bedeutet erstmal eine kleine Pause machen. Ich werde mich erstmal hier ganz gemütlich aufs Sofa packen. Und Hanna, guck mal, da läuft ein Pferdeturnier im Fernsehen. Oh, davon habe ich gehört. Wer ist das denn da? Oh, das ist ja spannend. Guck mal, die Pferde. Und die machen gerade Dressurreiten. Dafür lohnt sich eine Pause. Oh, Hanna, wenn du dir ein Pferd aussuchen könntest fürs Dressurreiten, welches würdest du denn dann nehmen? Also ich hätte eigentlich gerne einen Haflinger, aber ich glaube, der ist fürs Dressurreiten nicht geeignet. Nee, der kann besser Kutschen ziehen. Naja, das reicht dann auch, Pia. Komm, wir müssen uns jetzt an Bio setzen. Oh Mann, aber das ist doch noch gar nicht... Oh, na gut, dann eben Bio. Hanna, 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 kennst du dieses Lied? Das ist so cool. Das ist von Tobi und Daddy. Oh, das ist ja Mi Gente. Das ist doch letzten Sommer total durch die Decke gegangen. Ich liebe diesen Song. Hanna, wir können jetzt auf gar keinen Fall Bio machen. Wir müssen erstmal eine Runde abdancen. Na, da bin ich doch dabei. Los geht's. Oh, schon zu Ende das Lied. Aber da kommt bestimmt noch ein neuer Song. Hanna, wo willst du denn hin? Oh, Pia, das war schön und gut, aber wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen. Komm, setz dich. Oh, na gut. Ja, du hast recht. Wir haben nicht so viel Zeit. Aber Hanna, was ich dich noch fragen wollte, was ist eigentlich jetzt mit dir und Philipp? Oh, Pia, jetzt denk doch nicht die ganze Zeit ab. Wir wollen noch Bio lernen. Ja, sehr gut. Mann, dann, man darf doch wohl noch fragen. Also ich bemühe mich ja wirklich. Ich gucke mir die Schmetterlinge an, ja schön, dann gucke ich auf den Laptop, toll, und dann kriege ich eine 6, weiß ich jetzt schon. Ach Pia, warum bist du denn so pessimistisch? Dafür bin ich doch da, damit wir gemeinsam lernen. Oh mein Gott, das kann echt nicht sein. Ach Mensch Pia, reg dich doch nicht auf, wir kriegen das schon hin. Aber das, ich meine die Band, das sind doch richtige Newcomer, die kenne ich noch gar nicht. Kommen die aus Playmobil City? Pia, es reicht jetzt, wir wollen eigentlich lernen und du lenkst die ganze Zeit nur ab. Ich habe echt das Gefühl, du willst überhaupt nicht lernen. Mann, Hanna, du bist ein richtiger Blitzmerker. Ich habe überhaupt keine Lust zu lernen. Ich würde lieber tanzen oder Fernsehen gucken oder was auch immer. Nein, Pia, du setzt dich jetzt sofort hin. Ich als deine beste Freundin bin in der Pflicht, dir jetzt zu helfen. Sag mal, Hanna, hast du schon mal überlegt, wie du eigentlich mit einem blauen Lidschatten und roten Lippen aussehen würdest? Das wäre, glaube ich, total schrill. Was hat das denn jetzt mit Bio zu tun? Hey, Pia, halt! Oh Mann, die ist heute so anstrengend. Anstrengender als Julian und Emma zusammen. Hier, schau mal, Hanna, ich habe hier eine ganze Palette von meiner Mama. Da ist wirklich jede Farbe drin, die man so kennt. Oh, Pia, ist ja gut und schön, aber nein, ich möchte jetzt nicht geschminkt werden. Wir haben wegen dir schon ein paar Stunden vergeudet. Und ich habe jetzt auch noch gar nicht richtig Bio gelernt. Okay, alles klar. Also, ich gebe mir jetzt wirklich Mühe. Ich setze mich jetzt hier hin und ich bin bereit. Was weißt du über Schmetterlinge? Lass mich mal schauen. Also, nee, das ist kein Schmetterling. Ich bin gerade hier auf Wikipedia. Lass uns das mal durchlesen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was Frau Pink da gesagt hat, ob es verschiedene Arten von Schmetterlingen gibt oder ob auch alle im Test drankommen. Ich wollte einfach nur noch mal kurz hier nachlesen. Hey Pia! Pia! Och nö, das kann doch wohl jetzt echt nicht sein. Pia, bist du eingeschlafen? Kinder, was macht ihr denn hier? Also Hanna, du bist ja noch da und Pia, du bist ja auch noch wach. Also Pia ist leider nicht mehr so ganz wach, aber warum denn so spät? Ist es schon so spät geworden? Also, ja, Hanna, es ist schon nach 10 Uhr, also machen sich deine Eltern keine Sorgen? Nach 10 Uhr? Wo ist eigentlich mein Handy? Aber ich glaube, Mama und Papa haben mir gar nicht geschrieben und alles nur, weil wir die ganze Zeit abgelenkt waren. Alles nur wegen Pia. Was? Ich habe meinen Namen gehört. Mama, bist du schon zurück vom Sport? Oh Mann, meine Mama hat mir geschrieben, schon vor über einer halben Stunde und Mist, ich habe Mama überhaupt nicht gesagt, wo ich bin. Mama hat geschrieben, Hanna, wo bist du?
Es ist schon total spät. Du sollst schon vor 2 Stunden zu Hause sein. Sie macht sich total Sorgen. Oh nein, hoffentlich gibt das keinen Ärger. Aber hat Mama nicht irgendwie überall rumtelefoniert? Sie hat gar nicht über euch angerufen. Hanna, also ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass unser Telefon schon seit 2 Wochen kaputt ist. Ich mache das immer vom Handy von Mama, aber ich war einfach so total vertieft ins Lernen. Oh Mann, Hanna, deine Eltern machen sich total Sorgen. Also ich werde dich sofort nach Hause fahren. Komm. Oh Mann, oh, das gibt total Ärger zu Hause. Mist. Nein, wir wissen es halt nicht. Nein, sie hat nicht gesagt, wo sie hin wollte. Oh. Sie weiß aber eigentlich, dass sie spätestens ja gegen 8 Uhr, halb 8 zu Hause sein sollte, aber das ist diesmal nicht passiert. Ich mach mir echt Sorgen. Oh Mann, Hanna ist mal wieder nicht da. Das heißt, wenn sie dann zu Hause ist, gibt's Riesenärger und eine Riesenshow. Können Sie nicht vielleicht irgendwas unternehmen, statt hier rumzustehen? Können Sie sie nicht suchen fahren oder so? Hey, Emma, komm los, komm schon, die Show beginnt gleich. Boah, ich dachte, ich sei schon zu spät. Ist Hanna immer noch nicht zu Hause? Vielleicht ist sie ohne uns in Urlaub geflogen. Frau Vogel, eine Einheit war schon bei allen Spielplätzen und nein, wir haben keine Spur. Frau Vogel, machen Sie sich keine Sorgen. Vielleicht ist sie ja bei einer Freundin oder so. Ich habe bei allen angerufen, nur nicht bei Pia. Da bin ich nicht durchgekommen. Keine Ahnung, aber da wird sie, glaube ich, nicht sein. Das hätte sie mir gesagt. Hey Leute, ich bin da. Ich weiß, ich bin viel zu spät. Tut mir leid. Okay, sie ist da. Let the show begin. Und los geht's. Hanna, Prinzessin, zum Glück bist du zurück. Dank. Wo warst du denn? Ich habe mir total Sorgen gemacht. Also es tut mir so leid. Also wirklich, es tut mir leid. Ich weiß, dass ich jetzt Ärger bekomme. Aber ich war bei Pia und ich habe nicht auf mein Handy geguckt, weil wir Bio lernen wollten. Hanna, ich meine, für solche Zwecke hast du doch dein Handy. Und wenn du dich dann nicht mehr meldest, wie soll ich dich sonst erreichen? Ich weiß, dass das blöd war, aber es war auf lautlos. Ich habe nichts gehört und ich war einfach so abgelenkt wegen Bio. Hanna, also weswegen hast du denn dein Handy sonst? Sollen wir es dir wieder wegnehmen? Weil das tut bringt mir leid, dir ja anscheinend Mama und Papa. Nichts. Also wir machen uns dann mal auf. Tja, ihre Tochter haben sie wieder, aber ein Tipp von mir, das Handy sollte sie behalten. Das ist schon ganz gut. Aber wir sollten uns hier in Familiengeschichten nicht einmischen. So, tschüss. Tschüss. Hanna, ich konnte wirklich vor Sorge gar keine Ruhe finden. Es ist schon nach 22 Uhr. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass du zu Hause bist. Wartet mal. Gibt's jetzt gar keinen Ärger oder so? Was denn mit der Show hier? Oh, toll. Also ich verspreche euch, Mama und Papa, ich mach das nie wieder. Ich guck jetzt immer auf mein Handy oder ich mach's auf jeden Fall auf laut. Ich hab's wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Schon gut, Hanna, du kriegst dafür keinen Ärger. Ich meine, du hast es ja eingesehen und daraus gelernt. Du hast es ja nicht absichtlich gemacht. Genau. Oh Mann, das war's wohl. Hier gibt es keine Show, nichts zu sehen. Wir können wieder in unser Bett. Klasse. Wie, was? Und dafür bin ich extra aus meinem Zuckerwattentraum aufgewacht? Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Papa, ich mach sowas nie wieder. Entschuldige bitte. Okay, Schatz. Nein, versteh mich doch auch. Also ich hatte halt sehr, sehr viel Angst. Ich weiß. Gut, okay, aber du achtest jetzt bitte drauf. Immer schön auf laut. Hanna, habt ihr eigentlich dann auch wirklich Bio gelernt? Hat sich das gelohnt? Ach Mann, eigentlich nicht. Also das war ein echt blöder Abend. Naja, ich leg mich hin. Bis morgen. Ich glaube, dann ist schon wieder alles besser. Martin, schau mal, das ist doch Hannas alte Lehrerin, die da gesucht wird. Ja, aber nee, hat die sonst immer so viel Schminke drauf gehabt? Das kann doch nicht sein. Martin, ich bin mir wirklich sicher, da steht auch Mathelehrerin von Playmobil City aus der Grundschule aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ich bin mir so sicher, das ist sie. Oh Mann, aber die war doch auch immer so gemein zu Hanna. Oh, wenn es da nicht wieder Schwierigkeiten gibt. Ich habe es dir jetzt 100.000 Mal gesagt, nein. Oh, Hanna, kann ich jetzt bitte den Laptop haben? Bitte. Nein, immer noch nicht. Auch nicht in 5 Minuten. Ich brauch den jetzt. Lass mich in Ruhe, Julian. Sind denn die 5 Minuten schon um? Jetzt vielleicht? Oder jetzt? Jetzt? Komm schon, jetzt! Hallo ihr beiden, ich muss einmal ganz kurz mit euch sprechen, beziehungsweise eher mit Hanna. Oh, perfekt, dass du da bist, Mama. Was ist denn? Du bist jetzt mein Arzt, ich meine mein Anwalt. Also kannst du mir bitte den Laptop von Hanna holen? Sie gibt den mir nicht, bitte. Ja, weil ich den jetzt auch brauche. Julian kriegt den jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. Also der Laptop, der wird jetzt einen Moment kurz Mama! Zugeklappt. Jetzt nicht. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Mama. Gibst du den jetzt wirklich Julian? Ich hatte den. Nein, Hanna. Oh, Mama, das ist echt unfair. Darf ich? Oh, Mama, klasse, dass du den geholt hast. Super, du bist ein super Arzt. Ich mein Anwalt. Anderes. Oh, jetzt aber ein bisschen Ruhe. Es geht darum, dass die böse Mathelehrerin von dir aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Böse Mathelehrerin? Das war doch dieses eine Monster hier, was letztes da war. Oh, nein. Oh, die böse Mathelehrerin ist ausgebrochen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, das ist wirklich furchtbar. Ich mache mir echt Sorgen. Was ist, wenn jetzt schon wieder der ganze Schlamassel von vorne losgeht? Ach, mach dir keine Sorgen, Mama. So, ihr könnt jetzt rausgehen. So, raus, Julian. Ich will zurück an meinen Laptop. Also irgendwie schien das Hanna gar nicht irgendwie zu stören. Ich weiß nicht, die war echt nicht irgendwie aufgeregt oder nervös oder so, aber ich bin's total.
Oh nein, das muss ich Emma direkt erzählen. Schon wieder sind Monster hier in Playmobil City unterwegs und die Ghostbusters sind natürlich im Urlaub auf Play Mallorca, war ja klar. Oh, wir müssen auf jeden Fall diese Lehrerin fassen. Ich werde jetzt zu den Schülern nach Hause gehen und die mal befragen. Vielleicht haben die irgendwas mitbekommen. Sehr gut, und ich schaue mal im Shoppingcenter vorbei. Irgendwer muss diese Lehrerin doch gesehen haben. Also, das kann doch nicht sein. So, dann will ich mal klingeln. Also, hier wohnt eine der Schülerinnen, die bei ihr Matheunterricht hatten. Oh, die Polizei? Was ist denn los? Ja, vielleicht haben Sie mitbekommen. Eine ehemalige Mathelehrerin von der Grundschule Playmobil City war im Gefängnis und ist jetzt ausgebrochen. Oh Gott, wie schrecklich! Kommen Sie doch rein! Sie wollen sicher mit meiner Tochter Pia sprechen. Pia! Ja, schön, Pia, dass du dir kurz Zeit nimmst. Also, eure Mathelehrerin, eure ehemalige Mathelehrerin ist jetzt aus dem Gefängnis ausgebrochen. Was? Weißt du dazu irgendetwas? Boah, keine Ahnung. Ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen. Also, ich kann Ihnen eigentlich nichts zu sagen. Ach ja, gut. Vielen Dank für die Unterstützung. Also, tschüss. Ach, Dave, mein Junge, du musst dich doch irgendwie dran erinnern. Du hast sie doch bestimmt irgendwo gesehen, oder? Also, das wäre wirklich nett, wenn du da mal nachdenken könntest, Dave. Ich weiß es nicht. Also, ich wusste nur, dass sie im Gefängnis ist und ich habe sie nur davor gesehen, danach nicht mehr. Ach, das habe ich mir schon fast gedacht. Das wird echt schwierig. Dann gehe ich mal weiter zur nächsten Schülerin. Oh ja, Dave, ich hab's mitbekommen. Pia hat mich auch schon angerufen. Ich weiß das. Ja, danke. Was rufen nämlich alle an und sagen mir Bescheid? Ich weiß, dass die Mathelehrerin ausgebrochen ist und ich habe sie auch schon gesehen, aber das darf keiner erfahren. Ja, Herr Vogel, ich würde gerne einmal mit Ihrer Tochter Hannah sprechen. Ja, okay. Ach, geht es um die Lehrerin? Und sind Sie wegen der Lehrerin hier? Gibt es da schon irgendwie was Neues? Wurde sie jetzt endlich gefasst? Nein, wir sind immer noch bei den Ermittlungen, also wir suchen sie noch. Oh, und sie ist immer noch frei? Ach, das gibt's doch wohl nicht. Also, Ihre Tochter Hannah, die hatte ja auch immer Schwierigkeiten mit der Lehrerin. Deswegen dachte ich, vielleicht hat sie irgendwelche Informationen für uns. Könnte ich mal mit ihr sprechen? Klar, natürlich. Ich werde Hannah sofort holen. Oh, was macht denn die Polizei hier? Hannah? Oh nein, ich glaube, Hannah kommt ins Gefängnis. Was ist denn los, Mama? Hast du mich gerufen? Hey, pst, Hannah, nicht dahin. Die suchen dich. Ich glaube, du kommst ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht ein ganzes Leben. Also, krieg ich dann dein Zimmer? Hannah, da bist du ja schon. Was ist denn los? Das ist Hannah, unsere Tochter. Ach ja, gut, Hannah. Also, ich würde dich gerne ein bisschen zu der bösen Mathelehrerin befragen. Hast du die irgendwo gesehen? Also, ich hab die... das war ja meine Mathelehrerin. Natürlich habe ich die schon mal gesehen. Nein, Hannah, ich meine, seitdem die Lehrerin ausgebrochen ist. Also, ganz ehrlich, hast du sie irgendwo gesehen? Also, Sie wollen von mir wissen, ob ich die böse Mathelehrerin irgendwo gesehen habe, seitdem sie ausgebrochen ist? Ja, Hannah, hast du sie gesehen? Sag schon. Also gut, Sie sind ja von der Polizei, ich muss ja ehrlich sein, ich hab sie gesehen. Was, Hannah? Du hast sie gesehen und du hast mir das gar nicht gesagt, aber sie ist doch flüchtig. Also Hannah, sehr schön, dass du mir das jetzt alles erzählt hast. Leider bringt uns das auch nicht viel weiter, aber immerhin wissen wir, dass sie auch schon wieder in der Schule war. Ja, mehr weiß ich wirklich nicht, also ich hab sie da gesehen. Martin, kannst du dir vorstellen, warum Hannah uns sowas nicht erzählt? Warum versucht sie denn die Lehrerin irgendwie zu decken? Also gut, Hannah Vogel, vielen Dank für deine Unterstützung. Und wie besprochen, wenn du sie nochmal irgendwo siehst, sofort die Polizei rufen. Ja, ich werde mich bei ihnen melden. Und ich glaube, ich werde das auf meine eigene Art und Weise lösen. Ja, die Polizei war auch bei mir zu Hause. Ja. Das ist doch total abgefahren, dass sie die suchen. Ich meine, die verhören jetzt schon die Kinder. Voll seltsam. Naja, wart mal ab hier. Bald suchen die nicht mehr. Hä? Wieso denn das? Weißt du irgendwas, Hannah? Da bist du ja, Ronja, und ich habe keine Angst vor dir. Du sollst aber wirklich weiter Angst vor mir haben. Bist du nicht eigentlich suspendiert von der Schule? Was machst du hier überhaupt noch? Ja, nur bis zur Klassenkonferenz. Die ist morgen. Heute nach der Schule, da habe ich was ganz Großes mit dir vor. Besser, du bringst die Unterstützung mit von deiner Komplizin. Hä? Was meint Hannah wohl? Ich sollte mir lieber Komplizin mitbringen? So ein Quatsch. Herr Chillig, ich muss mit Ihnen reden. Oh nein, was passiert denn da? Nein, ich muss die andere Serie gucken. Was? Wie? Sie was? Oh, Herr Chillig! Hannah, du bist da. Ja, was gibt's denn? Ich muss mit Ihnen reden. Also, ich habe eine ganz große Sache vor. Bitte bestellen Sie die Polizei für nach der Schule auf den Schulhof. Am besten inkognito. Also, ohne Polizeiklamotten. Hannah, also, tut mir leid. Auf deine Spielereien habe ich jetzt keine Lust. Was soll das? Herr Chillig, vertrauen Sie mir. Direkt nach der Schule. Auf jeden Fall brauche ich die Polizei. Wie? Hannah, bleib hier. Hey, was? Oh. So, Hannah, die Schule ist jetzt endlich rum. Wir wollen nach Hause. Kommst du mit? Ich meine, Emily und ich gehen zusammen. Nein, also ich bleib hier noch einen Moment. Ich treffe mich hier mit jemandem. Ihr könnt ruhig schon gehen. Hannah, hat das was damit zu tun, was du vorhin gesagt hast? Brauchst du nicht irgendwie unsere Hilfe? Du weißt doch irgendwas zu der Lehrerin. Nein, danke ihr beiden. Also, ihr könnt mir nicht helfen. Ich klär das alleine. So, Pia und Emily sind weg. Dann hoffe ich mal, dass gleich Ronja und die böse Lehrerin kommen.
Oh nein, wie blöd diese Hanna Vogel einfach ist. Sie will sich alleine mit uns hier treffen. Oh Mann, so einfach. Hey Hanna, du kommst gegen uns sowas von nicht an. Hey, lass das mich. Das hast du jetzt davon. Total naiv. Ach, diesen Hinweis, den ich bekomme. Ah, stimmt, da hinten ist sie doch, die böse Mathelehrerin. Das war's für lass dich, Hanna Vogel. Jetzt kommst du in die Toilette. Ja. Endlich kann ich mich bei Hanna Vogel rächen. Lass sie mich runter. Das gibt es doch nicht. Einfach jetzt schnell die Polizeimütze aufsetzen und dann fasse ich mir diese böse Mathelehrerin mal. Lass Hallo? Mich runter. Sie da. Hey, ich würde mal sagen, Sie sind verhaftet. Wir sind schon auf der Suche nach Ihnen hier in ganz Playmobil City. Was? Ich? Ich bin doch unschuldig. Wie bitte? Sie unschuldig? Sie kommen jetzt wieder ins Gefängnis. Da gehören Sie auch hin. Was? Das kann doch nicht sein. Was machen Sie da? Sie ist doch eine Lehrerin. Hanna, jetzt sag nicht, dass du das alles warst. Das hast du doch eingefädelt. Natürlich war ich das. Sehr gute Arbeit, Hanna Vogel. Endlich haben wir die böse Lehrerin. Dank dir. Hey Leute, ich bin wieder zu Hause. Ach, hallo Martin. Ich bin gerade nicht ansprechbar. Ich gucke gerade meine Serie. Es ist total spannend. Eigentlich wollte ich dir noch was erzählen. Naja, aber gut, Schatz. Jetzt nicht. Dann später. Ja, alles klar. Schon verstanden. Ja gut, wenn Claudia halt keine Zeit für mich hat, dann schaue ich auch ein bisschen Fernsehen. Puh, ich mach's mir hier erstmal richtig gemütlich. War auch ein ziemlich anstrengender Tag. Und dann schaue ich einfach ein bisschen Fußball. Aber... wo ist denn jetzt die Fernbedienung hin? Vielleicht hier unten im... Wo ist denn der Fernseher jetzt? Wir wurden beklaut. Warum? Sag mal, sind wir ein Magnet für irgendwelche Verbrecher? Warum wird hier ständig was bei uns geklaut? Polizei! Claudia, es ist etwas Schreckliches passiert. Sag mal, wie hat der das denn nicht mitbekommen? Unser Fernseher wurde geklaut. Ach Martin, ich hab dir doch gesagt, ich kann jetzt nicht. Ich wollte doch die Serie sehen. Es ist spannend. Also, lass mich kurz in Ruhe. Ja, super. Bravo, Claudia, bravo. Du nimmst das hier gar nicht ernst. Ne? Wir wurden beklaut und der Fernseher ist weg und ich kann jetzt das Spiel nicht sehen. Toll, danke. Ja, hallo, Polizei? Martin Vogel hier von Familie Vogel. Nein, der Julian hat nichts gemacht. Also langsam nervt das ein bisschen. Nein, gibt's einen Diebstahl bei uns zu Hause? Bitte kommen Sie vorbei. Gott sei Dank, Sie kommen direkt vorbei. Sehr gut. Oh nein, spiel doch nicht ab. Schieß doch einfach. Schieß! Was ist denn wieder da oben los bei Julian? Ich schau mal. Oh, es hat geklingelt. Das muss die Polizei sein. Ja, Tor! Endlich! Oh, klasse, dass ich hier jetzt meinen eigenen Fernseher habe. Also, den habe ich ja von unten fürs Spiel. So, da wären wir bei Familie Vogel. Also, ich kann dich schon mal vorwarnen. Das ist echt immer ein bisschen kompliziert bei denen. Mach dich auf was gefasst. Endlich, da sind sie ja. Also, das totale Chaos hier bei uns. Der Fernseher wurde geklaut und ich kann das Spiel jetzt nicht schauen. Und dabei ist doch Finale heute. Oh Gott. Oh, jetzt ist die Serie endlich vorbei. Aber wie geht's wohl weiter da? Und was ist da überhaupt im Hintergrund los? Martin! Okay, Herr Vogel, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hier wurde etwas geklaut? Ja, wie oft denn noch? Ja, der Fernseher wurde geklaut und heute läuft gerade das Finale und letztens wurde auch schon was bei uns geklaut und langsam kriege ich hier langsam zu viel. Also, der Fernseher, der war so groß. Ich glaube, 40 Zoll und ja, keine Ahnung, was hatte der? Full HD oder 4K? Ich weiß es nicht mehr. Und auch, oh Gott, ich bin so nervös. Doch, doch, es war eine 4K-Auflösung. Doch, der war ganz neu. Warum schreit denn Martin da so rum? Martin, was ist denn los? Ja, und fehlt denn sonst noch irgendwas bei Ihnen? Also ist Ihnen noch irgendwas aufgefallen? Irgendwelche Spuren? Waren Türen aufgebrochen? Fenster kaputt? Oder ist nur der Fernseher weg? Wieso ist denn jetzt die Polizei hier? Ach, ja, Claudia, guten Morgen. Bei uns wurde geklaut. Was? Ja, tut mir leid, Claudia, aber du warst ja so vertieft in deine Serie, dass du gar nicht zugehört hast. Die Fernbedienung ist weg, der Fernseher ist weg. Das totale Chaos. Wie weg? Sind die Sachen nicht mehr oben bei Julian? Oh Mann, ich merk schon. Ich glaube, das ist wieder ein Missverständnis hier bei Familie Vogel. Ich glaube, das ist ein falscher Alarm gewesen. Oh, war das ein spannendes Spiel. Sehr gut. Und wir haben gewonnen. So, und jetzt? Ab ins Tablet. Was ist das denn hier vor unserem Haus? Ist das ein Polizeiwagen? Was macht denn die Polizei hier? Ist sie bei uns? Oh yes, endlich mal wieder Action bei Familie Vogel. Also bei uns passiert ja nicht so viel. Ich glaube, bei anderen Familien passiert viel mehr. Aber ich guck mal, was unten los ist. Ich muss mich ganz, ganz langsam bewegen. Oh, was ist das denn? Die Polizei ist ja tatsächlich bei uns. Was hier wohl los ist? Ach, Claudia, hätte man mich nicht vielleicht informieren können? Also mich hat er nicht gefragt. Aber mich hat er gefragt und ich hatte nichts dagegen. Ach, super. Oh Mann, und ausgerechnet heute, wo wir so einen wichtigen Fall auch noch zu lösen haben. Wir müssen uns auf Streifen begeben. Es wurde jemand gesehen, jemand gesichtet, ein Verbrecher. Du hast recht, wir müssen uns auf jeden Fall in unser Auto setzen und den Flüchtigen suchen. Der wird hier in der Nähe irgendwo sein. Was? Wie bitte? Ein Verbrecher hier in Playmobil City? Also hier gibt es ja einige, aber es wird einer gesucht. Oh Mann, ist das spannend. Aber Claudia, hätte man mir das vielleicht nicht vorher sagen können, bevor ich die Polizei anrufe? Könnte ich Sie mal kurz unterbrechen? Ja. Also scheinbar war das ein Missverständnis und ja, wir müssen uns jetzt wieder auf den Weg machen. Wir haben noch andere Sachen Jungen zu tun. Erwische. Ich hab's ihm erlaubt.
Oh oh, Papa ist irgendwie mega sauer auf mich, warum auch immer. Oh ja, der Fernseher ist ja bei mir. Ich glaube, ich sollte lieber verschwinden. Noch hat mich keiner gesehen. Ich schleich mich einfach raus. Oh Mann, hier ist ja der Wagen. Und das klang irgendwie doch ziemlich spannend, was sie heute vorhaben. Vielleicht verstecke ich mich einfach im Polizeiwagen. Warum denn nicht? Ha, und zum Glück ist es so heiß. Die haben das Fenster einfach aufgelassen. Da springe ich doch rein. Geschafft. Oh, ich hatte dich vorgewarnt. Die Familie Vogel hat echt einen Vogel. Also das lohnt sich echt nicht, dahin zu fahren. Das ist immer Fehlalarm bei denen. Das kannst du laut sagen. Komisch. Also dann widmen wir uns doch jetzt mal den wichtigen Sachen. Wir müssen schließlich noch einen Flüchtigen finden, der in den Juwelier eingebrochen ist. Also los! Genau, der soll wohl auch eine ganze Kiste voll mit Diamanten dabei haben. Schön langsam, der wird sich hier bestimmt irgendwo versteckt haben. Die Augen aufhalten. Ah, siehst du da hinten, da geht jemand her. Könnte er das vielleicht sein? Er soll ja ein schwarzes Oberteil tragen. Guck mal, der hier, der hat ein schwarzes Oberteil an. Ist das nicht Onkel Mike? Oh, der wird doch niemals ein Juwelier ausrauben. Der hat so viel Geld, der wird sich, glaube ich, den ganzen Laden kaufen. Guck mal hier, der verhält sich aber sehr verdächtig. Der hat auch eine Kiste dabei. Oh Mann, Jackpot! Und ich wurde nicht erwischt. Ja, da passt genau die Beschreibung. Also schwarzes Oberteil, er hat eine Kiste mit dabei. Also der könnte das sein. Oh Mann, träum ich oder ist das jetzt wirklich wahr? Ich bin dabei, wenn hier ein richtiger Verbrecher gefasst wird. Oh Mann, Julian, der Polizist, hört sich doch gut an. Oh Mann, was ich mir davon wohl kaufe. Oh, ein neues Haus und natürlich auch ein neues Auto. Ein Porsche. Also gut, wir werden so vorgehen. Ich werde ihn ansprechen und du kommst dann direkt mit den Handschellen hinterher. Eine Frage, und was mache ich dabei? Also, was für eine Rolle spiele ich heute? Ach du Schreck, was macht denn dieser kleine Junge hier bei uns im Einsatzfahrzeug? Hallöchen! Was habe ich da gehört? Ein kleiner Junge? Nein, ich bin Julian Vogel, ein richtiger Polizist und ich soll das hier heute alles ein bisschen beobachten, ja? Also, das ist jetzt wirklich eine ernste Sache hier. Du kannst doch nicht einfach in einem Polizeiwagen mitfahren. Wieso denn nicht? Also, Kleiner, du bleibst direkt hier sitzen. Rühr dich kein Stück von der Stelle. Was denn jetzt? Ich dachte, ich darf hier nicht rein und jetzt soll ich hier drin bleiben? Oh Mann, ich bin verwirrt. Guten Tag, dürfte ich mal Ihren Personalausweis sehen? Was? Nein, also Sie dürfen gar nichts sehen. Ich bin jetzt erstmal weg. Tschüss. Stopp! Halt, Sie werden uns nicht entkommen. Lass mich los! So, ich hab ihn. Hast du die Handschellen? Oh, lass mich los! Ich hab die Handschellen im Wagen liegen lassen. Oh nein! Na, wie sieht's jetzt aus? Soll ich euch helfen oder nicht? Ja, du kannst uns helfen. Kletter nach vorne, da müssen irgendwo Handschellen liegen. Die kannst du uns geben. Oh, klasse. Ja, dann mache ich. Ich hole sofort die Handschellen. Oh Mann, ich wusste es. Ich werde ein Held. Ein richtiger Held. Ich hab sie. Soll ich rauskommen oder soll ich hier warten? Das tut weh. Es ist gerade noch mal gut gegangen. Sie kommen jetzt mit aufs Revier. Weg auf mein neues Haus. Also, wir fahren jetzt ins Revier. Also, der muss hinter Gittern kommen. Aber den Jungen, den können wir nicht mitnehmen. Vielleicht stecken wir ihn auch direkt ins Gefängnis. Also ins Gefängnis muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe gehört, da gibt's ganz schlimmes Essen und kein Tablet. Also ich würde aber ganz gerne mal aufs Revier mitkommen. Also ich möchte mal sehen, wie das aussieht. Nein, das geht so nicht. Oh Mann. Wir fahren dich direkt nach Hause und den anderen, den bringen wir aufs Revier. Du kannst auch umgekehrt machen, der kann ja zu uns nach Hause. Nee, aber ich muss sagen, also du hast uns heute echt geholfen. Gut, dass du dabei warst und uns die Handschellen geben konntest. Oh, das Telefon klingelt. Wer mag das wohl sein? Hallo, Claudia Vogel hier? Die Polizei? Worum geht es denn? Hä? Hab ich richtig gehört? Die Polizei? Warum ruft denn die Polizei bei uns an? Und dann noch um diese Uhrzeit? Da passt doch irgendwas nicht. Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Mein Mann Martin Vogel ist leider nicht zu Hause. Soll ich ihm irgendwas ausrichten? Gibt's ein Problem? Hey, Emma, Hannah, mach mal den Fernseher leiser. Ich muss euch was erzählen. Kommt mal mit. Was ist denn, Julia? Ja, was ist los? Mama telefoniert gerade mit der Polizei. Und so wie ich mitbekommen habe, geht's um Papa. Und ich glaube, die suchen Papa. Ich glaube, Papa hat irgendwas gemacht. Ja. Was denn? Okay, dann werde ich meinem Mann auf jeden Fall sagen, wenn er wieder da ist, dass er sich bei Ihnen melden soll. Richtig? Gut. Äußerst komisch. Was möchte die Polizei denn von Martin? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Was ist denn los? Hey Mama, du, mit wem hast du denn da telefoniert? War da die Polizei dran, Mama? Ja, wird Papa gesucht? Ja, da war wirklich die Polizei dran. Die wollten mit Papa sprechen, aber wie gesagt, Papa ist nicht da und könnte wohl noch ein bisschen dauern. Keine Ahnung, was die von ihm möchten. Mama, du kannst es ruhig zugeben. Papa hat bestimmt Süßigkeiten im Supermarkt geklaut, ne? In letzter Zeit haben wir sowieso voll wenig zu Hause und Papa wollte bestimmt welche essen und deswegen wird er jetzt gesucht. Ich glaub das nicht, Julian. Sowas würde Papa niemals machen. Vielleicht hat Papa ja eine Bank ausgeraubt. Hanna, das hat Papa doch nicht gemacht. Wirklich? Bestimmt. Du hast eine blühende Fantasie. Papa hat eine Bank überfallen?
Oh Mann, hier muss irgendwo Geld versteckt sein. Los, wir müssen das finden. Warum sollte sonst die Polizei anrufen? Hey, wartet auf Kinder, mich. Kinder, das ist doch nicht euer Ernst. Hier ist kein Geld nach versteckt. Nach oben, los. Bringt bitte nichts durcheinander, habt ihr gehört? Wo würdet ihr denn das Geld verstecken, wenn ihr eine Bank ausgeraubt hättet? Unter dem Bett. Frage. Im Schrank. Ich weiß gar weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich schau mal hier im Schrank nach. Ich sehe nichts. Nee. Sind das wohl Geldpakete oder ein ganzer Koffer voll? Also den Schrank habe ich komplett durchsucht. Da ist nichts auffällig. Ich guck mal unterm Bett nach. Ich bin die Einzige, die da drunter passt. Oh Mann, ist das hier staubig. Hier sind ja riesige Wollmäuse. Hier ist auf jeden Fall kein Geld versteckt. Wo würde ich das denn verstecken? In der Toilette? Oh nee, da wird das hier dreckig und so. Wenn Papa drauf kommt, nee. Aber vielleicht hier in der Pflanze. Ja, bestimmt, natürlich, hier in der Erde. Ja, wo ist denn das Geld? Ich sehe kein Geld. Och Mann, da hätte ich mein Taschengeld erhöhen können und mir vielleicht ein neues Skateboard kaufen können. Och Mann, ich finde nichts. Oh, die Kinder haben mich irgendwie angesteckt. Hat Martin vielleicht wirklich eine Straftat begangen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn ja, was ist es wohl gewesen? Ach, das ist doch vollkommener Quatsch. Martin würde sowas niemals machen. Vielleicht, oh ja, natürlich, das würde ich auch machen. Vielleicht hat das Papa hier in der Wand versteckt. Da wird doch keiner auf die Idee kommen. Ich klopfe mal gegen die Wand und vielleicht, oder hier so ein Geheimversteck irgendwie, ein Fach. Nö. Also wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich das hier im Prinzessinnenschloss verstecken. Oder bei Papas stinkenden Socken im Wäschekorb. Habe ich das richtig gehört? Ist da unten die Tür aufgegangen? Ist Papa wohl wieder da? Hey, Leute, Kinder, Claudia, ich bin wieder zu Hause. Martin, da bist du ja endlich. Was ist los? Ich hab dich echt schon erwartet. Was ist denn, Claudia? Ist irgendwas passiert? Geht's den Kindern gut? Hat Julian wieder irgendwas angestellt? Nein, mit den Kindern ist alles in Ordnung. Aber, Martin, gibt's irgendwas, was du mir sagen willst? Die Polizei sucht nach dir. Gibt's da irgendwas? Sei ehrlich. Wie, die Polizei sucht nach mir? Ja. Nein, ich hab nichts gemacht. Also, keine Ahnung, ich hab nichts gemacht, wirklich, wirklich nicht, ich schwör's. Aber vielleicht rufe ich mal bei der Polizei an. Ja, du vielleicht solltest dich auf jeden Fall melden. Ja, gut, okay. Ja, hallo? Ja, Martin Vogel hier. Sie haben angerufen? Okay. Das muss doch irgendwo hier sein. Julian, Emma! Hier drunter? Kommt mir nach unten, Papa ist wieder da. Was? Oh Mann, oh Mann. Psst, wir lauschen. Das Papa telefoniert. Das Papa ein Verbrecher ist, das hätte ich niemals gedacht. Oh Mann, vielleicht müssen wir bald... Vielleicht wohnen wir bald woanders. Wow, vielleicht das im ziemlich Gefängnis. Cool. Ja, aber um was geht's denn jetzt genau? Wie, Sie können das nicht... Sie wollen persönlich vorbeischauen? Okay, jetzt mache ich mir Sorgen. Claudia, also die haben mir jetzt nichts Genaueres erzählt, aber die Polizei will wohl vorbeischauen. Also, keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Hab ich wohl Nein, das kann gar nicht sein, ich habe nichts gemacht. Oh Mann, ich sehe schon. Hast du das mitbekommen? Hanna, du hast recht. Ich glaube, wir müssen ins Gefängnis. Ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Oh, da gibt's bestimmt keine Burger und keine Pommes. Und oh Mann. Oh, da hat's geklingelt. Wow, die Polizei ist aber ziemlich schnell. Oh Mann, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Nabend, Herr Vogel, Frau Guten Vogel. Guten Abend, Herr Vogel, Frau Vogel. Wir hätten da was. Würden Sie uns vielleicht kurz mit vor die Tür? Genau, Sie müssten einmal mitkommen, Herr Vogel. Wir haben da was für Sie. Das klingt aber ernst. Oh, Mann. Nimm Papa mit! Jetzt werden wir verhaftet! Und jetzt muss ich mich ja um alles kümmern hier im Haus. So, ich bekomme das größte Zimmer. Und wir haben uns von Papa gar nicht verabschiedet. Und jetzt kommt er bestimmt ins Gefängnis. Nein, bitte nicht. Mann, oh Mann. Sie hatten doch vor einiger Zeit gemeldet, dass Ihr Porsche geklaut wurde. Ja, genau. Das habe ich ja schon fast vergessen. Drehen Sie sich mal um. Schauen Sie mal. Ist es der? Ja, das Kennzeichen. Das passt. Ja, natürlich. Das gibt's doch nicht. Der Porsche ist wieder da und kein einziger Kratzer. Ja, den haben wir 20 Kilometer von Playmobil City entfernt wiedergefunden. Okay. Völlig unversehrt. Klasse. Guten Morgen, Mia. Hey, Julian. Du, sag mal, die letzten Tage war Sarah, glaube ich, immer krank, oder? Ja. Also, die ist irgendwie gar nicht da, die letzten Tage. Ich habe gestern mal bei ihr angerufen und ihre Mama meinte, dass sie eine Mandelentzündung hat und wahrscheinlich müssen die Mandeln auch rausoperiert werden. Okay. Das ist aber wohl nicht so schlimm. Hallo, Kinder. Bist du Julian Vogel? Hä, was? Die Polizei? Ich hab nichts getan. Wirklich, ich hab nichts getan. Also ich hab nichts hier aus der Kita geklaut und ich war noch nicht im Bällebad. Ich hab noch keinen Unsinn gemacht. Bitte nicht meine Eltern anrufen und bitte nicht verhaften. Bitte nicht. Ach, wen haben wir denn hier? Den berühmt-berüchtigten Julian Vogel. Schön, dich mal kennenzulernen. Oh Mann, warum kennt mich denn die Polizei? Ich hab doch schon meine Hände rum. Also ich hab nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Und Brigitte, hilf mir.
Julian, was ist denn mit dir los? Rita, die wollen mich verhaften. Die Polizei ist hier wegen mir. Du musst doch nicht mit erhobenen Händen hier stehen. Muss ich nicht? Okay. Nein, Julian. Was ist denn hier los da? Heute ist doch Polizeitag. Ach, ist das heute? Ja, es ich dachte, das wäre es nächste Woche. Nein, es gab doch einen Brief an die Eltern. Oh Mann, aber es kann sein, dass ich vergessen habe, den an meine Eltern zu geben. Ach, egal. Julian. Julian, du dachtest wirklich, du wirst verhaftet? Wobei, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ihr könnt ihn ruhig mitnehmen. Hier macht er nur Ärger. Nein, lieber nicht. Nein, dafür sind wir ja nicht da. Wir sind heute da, damit wir euch ein paar Sachen zeigen können hier ja, von der Polizei. Ja, wir stellen uns vor. Oh, Mia, das musste jetzt nicht sein. Also, was machst du denn dann, wenn ich weg bin? Und wenn Sarah nicht da ist, dann spielst du ihr die ganze Zeit alleine im Bällebad. Möchtest du das? Richtig Möchtest ab. Du das? Oh, Mann. Mia, ich muss sagen, also, ich mag dich ja, ne? Also wirklich, ich mag dich. Aber ich liebe das Bällebad. Ich liebe es über alles. Ich finde es auch richtig Zeit, klasse. Ich möchte die ganze Zeit im Bällebad bleiben. Hey, ihr beiden, so was macht ihr denn hier noch so in dem Bällebad? Wieso denn nicht? Alle anderen sind schon draußen. Die Polizei ist doch draußen, hat einiges für euch aufgebaut. Los, raus! Alle anderen sind wirklich schon weg. Also, ihr zwei müsst jetzt auch noch rauskommen. Ihr verpasst alles. Okay, ab geht's. Ja, hier im Bällebad vergisst man irgendwie die Zeit. Wow, wie sieht das denn aus? Eben sah das noch gar nicht hier so aus. Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo kommt das alles her? Voll cool. Boah, guck mal, hier ist ein Motorrad zum Beispiel. Ja. Und ein Hund, süß. Oh ja, ein Hund. Und ich sehe einen Polizeibus. Komm, da gehen wir mal hin. Los, Mia, beeil dich, ja, los. Wir haben keine Zeit. Los, lauf, ich laufe. Wo kommst du denn auf einmal? Lass mich Ruhe. Da, Hilfe, der will mich beißen, glaube ich. Ich glaube, der will mich beißen. Julian, Hilfe. Jetzt mach dir doch nicht in die Hose. Hilfe. Der Hund wollte gar nichts von dir. Vielleicht wollte er nur spielen Bist oder du sicher? Ein bisschen schnuppern. Jetzt mach doch nicht so ein Drama. Aber ich will nicht mit dem Hund spielen. Nichts gegen dich, Hündchen. Nichts Persönliches. Ich mag allgemein, glaube ich, nicht so. Also, wenn du jetzt ein Welpe wärst, okay, aber du bist ein bisschen zu groß für mich. Tut Hast mir du leid. Angst vor Hunden, Julian? Nein, ich doch nicht. Nur ein bisschen. Julian, du brauchst doch keine Angst haben. Das ist ein Polizeihund. Der hört nur auf die Kommandos der Polizei. Und Kindern tut er schon mal gar nichts. Naja, gut, kann ja sein. Okay. Wow. Mia, guck dir das mal an. Was ist das denn? Das sieht gefährlich aus. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, das sieht mega gefährlich aus. Oh. Kinder, auf gar keinen Fall drauftreten, okay? Julian. Was ist? Dreh dich mal ganz unauffällig um. Was? Schau mal, der Typ da. Also der Polizist. Der sieht total aus wie du. Auch mit den roten Haaren und so. Hallo, Herr Polizist. Wow, der sieht mir echt ähnlich. Wenn der jetzt auch wieder Julian heißt oder Julius. Das wäre echt abgefahren. Hallo, wie heißt du? Ach, du heißt Julian. Ich heiße Heißt du auch Julian? Nein, ich heiße Justus. Okay. Mia, der heißt Justus. Also Julian, Justus, Julius. Das ist ja ziemlich cool. Komisch. Julian, guck mal, die haben auch hier einen Polizeibus. Ob wir da mal reingehen dürfen? Komm, Julian, ich frag mal nach. Das ja, geht ich komm bestimmt. Auch, warte. Hallo, liebe Kinder. Ich bin Kommissar Schmidt. Na, wollt ihr euch mal hier den Polizeibus ein bisschen genauer anschauen? Ja, gerne. Das wollte ich auch fragen, ob wir rein dürfen. Ja, natürlich. Kommt rein. Hey, Mia, warte. Ich gehe als erstes. Aber das war doch meine Idee. Ja, warte doch. Ich muss erstmal die Lage checken. Vielleicht sind da Verbrecher oder sowas drin. Möchtest du das, Mia? Möchtest du das? Quatsch. Okay, ist leer. Und das war's? Sieht ja aus wie so ein normaler... kleiner Bus, okay. Tut mir leid, aber das ist ein bisschen langweilig. Ich gehe jetzt woanders hin. Oh Mann, ist das ein Megafon? Ja, das ist ein Megafon. Oh, Mia, guck doch mal ein Megafon. Oh, super. Damit wird deine Stimme richtig laut. Ich habe das noch nie ausprobiert. Soll ich das mal ausprobieren? Mach mal. Okay. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich alle hören? Ja, wir hören dich, Julian. Julian ist hübsch und Mia ist hässlich. Was? Wie kannst du das sagen? Ja, Mia ist hässlich. Das ist so fies, Mia ist hässlich. Gib mir das Megafon. Julian, was machst du schon wieder hier für einen Unsinn? Gar nichts. Ich meine gar nichts. Lass das sein. Oh Mann, Brigitte, Julian hat durch das Megafon ganz laut gesagt, dass ich hässlich bin. Ich finde das so unfair. Julian, könntest du bitte damit aufhören, hier über den ganzen Platz zu rufen, dass Mia hässlich ist? Okay, dann ist Brigitte hässlich. Wie Brigitte ist hässlich. Das gibt's doch wohl nicht. Oh Mann, das kriegt Julian sowas von zurück. Ich habe hier Handschellen entdeckt, damit kann ich ihn fesseln. Und Julian ist hübsch, Julian ist super hübsch. Julian Vogel, Sie sind jetzt offiziell verhaftet. Keine Handschellen, will ich nicht. Mia, doch, lass mich. Doch, du bist jetzt fällig. Nein, ich will keine Handschellen, du übertreibst voll. Am liebsten... Du übertreibst das. Kriegst du auch noch Handschellen für deinen Mund? Nein, du übertreibst.
So, aber hier darf ich nicht drauf treten. So, ich spring drüber. Hey, bleib stehen! Das schaffst du sowieso nicht. Du schaffst das hier nicht drüber. Das schaffst du niemals. Oh, 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 Mann. Ich krieg dich. Oh, ich muss hier weg. Hilfe, Hilfe, ein verrücktes Mädchen ist hinter mir her. Hilfe, wo ist denn? Die Polizei ist doch hier. Könnt ihr mir nicht helfen? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für meine Kita-Kinder hier. Manche sind ziemlich aufgedreht. Tut mir wirklich leid. Ach, überhaupt kein Problem. Haha, hier findest du mich nie. Hier findest du mich nie. Hab dich, Julian. Ich hab mich von hinten angeschlichen. Was? Hey, mach das ab. Mach das wieder ab. Nein. Oh, Mia, mach die wieder ab. Das macht gar keinen Spaß, dieses Spiel. Dann mach das wieder ab, los. Nein, das bleibt jetzt die ganze Zeit dran. Nein, du übertreibst voll. Aber du hast gesagt, dass ich hässlich bin. Und das ist jetzt hier deine Strafe. Nimm das zurück. Nö, mach ich nicht. Dann musst du jetzt diese Handschellen hier tragen. Ah, Mia, du hast Julian verhaftet. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir können ihn jetzt ins Gefängnis stecken, oder? Was meinst du? Was? Ins Gefängnis? Ja, nein. Gefängnis. Ruf meine Mama an, ruf meinen Papa an. Ruf meinen Anwalt oder Arzt an oder wer sich darum auch kümmert. Ruft alle an, alle. Ich hab ein Kettchen mit dir, Julian. Frau Prinzessin, Hilfe! Muss jetzt der Julian wirklich ins Gefängnis? Nein, Mia, aber spiel doch einfach den Spaß mit. Ich denke, Julian könnte mal so einen Streich wirklich vertragen. Der macht hier so viel Quatsch immer. Ich kann doch nicht ins Gefängnis. Ich bin heute auf dem Spielplatz verabredet mit Julius. Können wir das nicht vielleicht danach machen oder so? Also jetzt habe ich gerade gar keine Zeit.